Da ist schon was am Himmel, und zwar ein Vor. Und da fahren wir hin, wir gucken mal. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und Sea of Thieves mit Demon King wieder. Hallo, schön, dass du mitmachst. Hallo. Ich habe heute ein bisschen was umgestellt, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Ich springe jetzt, weil ich bin Linkshänder. Ich habe jetzt mal es auf STRG springen gelegt. Das ist schon mal sehr angenehm, aber es ist ungewohnt. Weil ich sonst immer den Daumen nach innen geklappt habe, um dann die Space-Taste zu drücken. Das mache ich seit Jahren bei sämtlichen Shootern oder Spielen, wo man sich mit WASD bewegt und springen kann. STRG brauche ich bei dem Spiel ja nicht, weil ich habe nicht vor zu schleichen. Also, das wäre eigentlich die Schleichentaste. Und X habe ich doppelt belegt per Makro-Taste auf G5. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Die ist neben STRG bei meiner Taste. So eine Logitech-Tastatur. Das teste ich heute mal. Weil X muss ich dann auch immer den Daumen nach innen klappen. Und da verhutzelt die Hand dann so. Und das ist immer so eine Sache, ne? Also wir fahren da jetzt hinter, Jutta. Du kannst auch gerne mal ins Discord kommen. Wir gucken mal, ob du zu verstehen bist. Ah, da ist schon wer. Hallo, hallo? Hallo? Okay, ich höre sie nicht. Hörst du sie? Nein. Hallo? Jetzt, ja? Jetzt. Und ich bin total überfordert, weil im Stream bist du bei mir gerade noch am Reden. Achso. Ja, das ist zwar quasi zurück in die Zukunft? Nein. Aber es sieht gut aus. Also ich kann euch joinen, wenn ihr möchtet. Ja, dann macht doch. Das ist Loop für uns. Ja, Spielersloop. Wie bitte? Ich sagte, da ist eine Spielersloop. Ich sehe es. Ja, dann noch haben wir nichts zu verlieren. Dann sollten wir da sofort hin. Die hat, glaube ich, ja, so. Die hat, aber wenn das Vor wieder weg ist, dann ärgern wir uns wieder, ne? Aber die hat keine Flagge. Vielleicht kommt die einfach zu uns, wenn wir das Vorf machen, dann können wir die ja immer noch versenken. Ja, also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, aber wenn die ja nicht mehr eine Flagge hat, was würde die jetzt an Loot haben, ne? Ja, solange wir das Vorf ja noch nicht beendet haben, kann die ja kein Loot haben. Oder meinst du, was sie an Bord hat? Ja, also normalerweise, wenn so die Spieler Flaggen haben, die schon einen gewissen Level haben und die frei rumsegeln, dann weißt du, okay, die haben wahrscheinlich guten Loot dabei. So war meine Idee. Ja, das kann stimmen. Wo ist die denn? Ganz links. Bist du? Oh. Ach, lass mir das. Wir kriegen mehr als genug Athena-Loot aus. Es geht ums Prinzip. Wir wollen noch lernen. Ja. Auch wenn wir jetzt einen Profi dabei haben, aber wir haben uns beschlossen, wir wollen das Athena, also das machen, dann machen wir das. Segel hoch, ich glaube, ist es das? Natürlich, oder nicht? Das ist es schon. Ja, dann sollte man auf jeden Fall die Segel hoch machen. Ich bin auch immer noch kein Profi, ne? Und nur 2000 Stunden ist ja okay. Ja, aber nur an den Kanonen, sprich spätestens, wenn ich lenken muss, ist hier ein bisschen die näher ran müssen wir. Profe. Ja. Ich schieße mich mal eben hin. Dann sonst schießen die nämlich immer noch auf uns. Okay, lass mich. Ah, perfekt. Okay. Nee, schieß du rüber, ich lenk. So meine ich das. Und einer kann bitte die Löcher stopfen. Ich repariere. Danke. Möchte jemand von euch das Puff machen, weil Demon King letztens warst du ja. Geht ihr ruhig beide drauf. Geht ihr ruhig beide drauf. Genau. Ich baller ein bisschen mit dem Sniper mit oder komm auch mal rüber, aber ich habe mehr oder weniger das Meer im Blick, aber. Ja, wir wurden gestern auch allein gelassen beim FOF, also pff. Ja. Wie, du wurdest allein gelassen? Na, es kam niemand, wir haben es gemütlich gemacht. Hm. Oh, ich sehe was Schönes. Das Abschluss. Ich glaube, der Einmaster möchte zu uns. Guck mal. Der sieht doch so aus, als will der zu uns. Das waren aber die von gerade eben. Ja, dann würde ich sagen, wir beobachten die. Wir bleiben mal so gemütlich stehen. Wenn der denkt, der muss herkommen, kriegt er eine schöne Breitseite. Ich hole gleich mal um die 40 bis 50 Kugeln mehr. Ich habe eine bessere Idee. Und welche? So, ich hole eine dritte Kanone für uns. Oh, das geht natürlich auch. Wir müssen aufpassen, nicht, dass sich jemand, vielleicht hier abspringt oder so. Aber okay. Vielleicht wollen die auch einfach nur,
irgendwo her. Man kriegt Volker Plaketten angezeigt. Ah, wobei, die drehen schon so ein bisschen hier ein. Ich krieg das Schiff leider nicht rausgedrückt. Kann ich nicht sonst drücken? Und das Ding wird ins Meer gedrückt. Ich hab's eher im Auge, der Jodo. Ich sehe sehr. Siehst du irgendwo Mermaid? Nee, noch nicht. Kann sein, dass die irgendwo hinterparken oder so. Es kann aber auch sein, dass die einfach hierher fahren. Und wenn irgendjemand kommt, dann ist es halt so. Ja, das mit dem Ruderboot, das ist jetzt natürlich. Ich hätte es gerne gehabt, aber ich glaube, wir kriegen es da nicht raus. Moment, ich hol mal eine Donnerbombe. Was ist das ungewohnt, STRG zu drücken, aber ja. Ey, Traum! Danke dir für deinen Lurk. Hi, Traum. Hallöchen, Traum. Wer ist gerade reingesprungen? Nee, es bewegt sich kein Stück. Nee, ich glaub, können wir es raushucken? Also die fahren weiter, die kommen nicht hierher. Ah ja, das könnte man probieren. Das raushucken. Das war einfach unser Schiff einmal drehen, links rum. Hat wer einen Anker gemacht oder nicht? Nee. Sehr gut. Dann nicht drehen. Die haben aber jetzt Segel gesetzt. Segel nach oben, ja, ich sehe es. Ja. Das gefällt mir nicht. Die haben auf Halbmaster. So, die Sprengpulverfässer für den Boss, die können wir hier vorne sammeln. Weil hier stehen sie nicht im Weg. Ja, wir driften zu weit ab. Von der Insel. Dann ist das so. Entweder die noch. Haben sie gehalten. Ja, wir sollten das mal so ein bisschen beobachten. Stopp, reicht. Weil die haben jetzt an der nächsten Insel gehalten, aber keine Ahnung, vielleicht wollen sie auch einfach nur. Gut, der JD, kommen wir mal zu dir rüber. Ja. Sind bei dir Skelette schon? Nö, die sind hier wahrscheinlich irgendwo oben. Ich geh mal gucken. Ja, dann komm zu dir rüber. Oh ja, warte, die haben Sprengfässer direkt dabei. Wir lassen uns aber kommen. Ja, warte, es kommt noch eins mit dem Sprengfass. Oh ja, freilich. Super. Gut. Passiert. Ja, das ist gleich um die kommen. Warte, ich komme dich retten. Ja, sonst lasse ich frei. Wenn es nicht geht, ist sehr okay für mich. Ah, cool, danke. Gerne. Ja, da kommen nur zwei. Trau dem Braten da nicht. Warum zündet denn der Vollidiot das? Wundert mich. Nichts denken, wenn ich mich ärgert oder so. So, dann. Genau. Wow. Wo willst du das Keck hin, da? Die Harpune sitzt, sagt der fitzige Fuchs. Aber hast du es jetzt rausbekommen? Nee, ne? Nee. Aber sie sitzt. Wo tust du die Sprengfässer hinter, Jodo? Ja, die können wir hier vorne hin tun, weil da stehen sie am wenigsten Besuch, im Weg. Ne? Neues Skelett. Hier hinten können wir die hin tun. Also, hier, sorry. Also, du tust das doch vorne hier, oder was? Genau, da wo schon eins steht. Okay. Passt, perfekt, dann kenne ich mich aus, weiß ich, wo wir was hin tun. Okay, gucken, habe ich ja noch. Aber die Sloop, die gefällt mir nicht. Die umkreist es immer noch so ein bisschen. Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Ich sehe das. Wo sind die jetzt? Wir hätten sie vielleicht angreifen sollen. Ah, bei dir unten sind sie, oder? Ja. Wobei, jetzt segelt sie wirklich weg, aber. Wird beschossen von einer Skelett-Sloop. Was? Treib sie in meine Richtung zusammen, weil ich hab's. Ich hätte eigentlich Brandbomben.
War da ein Keck dabei? Ja, offensichtlich. Na. Also sonst wär's doch nicht hochgegangen. Aber war das nicht die Stelle, wo ihr die Kekse lagern wolltet und jetzt sind wieder alle weg? Nein, weiter vorne. Die sind weiter vorne. Okay. Der Jodo? Ja. Okay. Also ja, du hast hallo, vorne kein. Ja. Du hast keinen Sockloden auf der Vorderseite, oder? Was hab ich? Ein Keck abgeladen auf der Vorderseite, weil ich hab gerade vorne, da wo wir unsere Keks fast ablagern, immer. Weil da vorne habe ich mit einer Brandbombe die goldenen weggeklatscht und die sind explodiert. Vielleicht durch eine Brandbombe. Vielleicht ich glaube, hier war einfach eben noch eins. Also das lag da noch rum. Ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube, das ist von der Insel so. Die Sloop ist auch, ich glaube, weggefahren oder so. Naja, ich hab die im Blick. Die ist weggefahren. Ah, die sind in der Mitte weggefahren. Ansonsten ja. Beobachte ich hier oben mal gemütlich. Dann wollten die bestimmt nichts Böses. Och Gott, das ist... Ich bin halt grundsätzlich erstmal skeptisch. Ne? Bei Sea of Thieves. Ja, vertrau niemandem. Wir haben letztens auch noch... Also wir wollten einen Pfoff klauen und da war halt eine Allianz mit 5er-Flaggen. Hier 5er-Crew-Flagge. Und dann haben, als die gesehen haben, oh je, da ist ja jemand, wurde die Crew einfach verraten, der eine ist weggefahren, hat den anderen da vollkommen allein im Stich gelassen. Oh, wie gemein. Hey Arthur, schön, dass du reinschaust. Hallo. Hat irgendwer wo Brandbomben gesehen für die Goldenen? Hm, ja. Oh je, nee, ich habe keine dabei, aber wir sind ich habe auch keine mehr dabei. Ja. Aber ich habe keine Munition. Ich sehe die Sloop wieder, aber ich glaube, sie fährt weiter weg. Ich glaube, freitags, wenn du so einen Fort machst, dann hast du Big Big Party. Aber wenn du es unter der Woche machst, so juckt's keinen. Ich hoffe einfach, dass die Chest of Fortune irgendwann wieder zum FOF kommt. Dann ist immer Big Party. Du bist einfach nur Pink. Und wo ist die jetzt? Die ist nur beim Nebel vor. Kommt auf den Namen nicht. Oder auf der Dent. Genau, beim Roten. Beim Meeresvor. Der Geisterflotte ist der gerade. Ist die Geisterflotte? Okay. Kommen, und das war so. Oh, Geisterflotte können wir so auch machen. Als hier am Fortede war. Das war ein Traum. Leuchtis. Also Darkness. Peoples. Warte, da habe ich doch bestimmt den passenden Ton. Ich hab's ja eigentlich an. Ich dead. Wow, oh, Gold ist dabei, Gold ist. Sorry, wenn nicht viel red. So, jetzt brennt hier mal. Sie brennt alles nieder. Burn, Baby, burn. Disco Inferno. Brauche ich, glaube ich, auch noch als Taste. Habe jetzt übrigens Overwatch 2 deinstalliert bei Battle.net und habe es bei Steam runtergeladen. Ja, weil sie es eh vergünstigt haben, gell? Nee, das ist ja eh kostenlos. Overwatch 2. Und da brauche ich, wenn ich Overwatch 2 spielen will, nicht mehr den Battle.net-Launcher starten. Denn du würdest ja nur starten, wenn ich andere Besatzspiele spielen wollen würde, was ich aktuell eh nicht will. Und daher, ja. Oh, kick. Aber hinter euch kommt noch ein kleines Skelett, aber es hat keinen Kick. Oh nein, ich wollte es gerade ausmachen. I'm coming just with a moment. Ich habe versehentlich die falsche Maustaste gedrückt, sonst hätte ich mich retten können. Danke sehr. No Probleme. Aber das Ding ist halt, also, jetzt haben wir mal ganz kurz zu dem Overwatch. Kann man ein Spiel so kaputt patchen? Es tut mir leid.
Ich habe Trainingsmodus kurz gemacht und du schießt halt einfach ein gutes Stück neben deinem Kopf und machst einen Headshot. Und jeder hat jetzt ein Selfie, wie bei Call of Duty, rennst oder auch bei Battlefields, rennst ein Stückchen weg, wirst nicht getroffen, halt sich automatisch voll. Oh, ich wollte es schon wieder deinstallieren bei Steam, als ich das gesehen habe. Kann ich mir vorstellen. Ja, ist wie in Destiny. Destiny nach einer gewissen Zeit heißt ja selber. Da ist halt Blizzard ist einfach ein Meister, seine Spiele kaputt zu patchen. Das kriegen die immer hin. Naja, eigentlich ist Rare der Meister da drin. Naja, die. Ja, die machen Bugs rein. Das ist was anderes. Das, was Blizzard macht, ist, die ändern die Spielmechanik so, dass es keinen Spaß mehr macht. Also es allen versuchen, recht zu machen. Das ist das Problem. Hast du irgendwelche Skelette am Hintern picken? Ja, hast. Ja, hier bei mir sind die Skelette. Oh. Sind noch zwei Fuffs mit dabei. Zwei Keks, nee, drei Keks sogar. Oh, wir waren eigentlich weit genug auseinander, damit wir. Ich glaube, du warst so nah an dem Sprengpulver-Skelett dran. Nicht einmal ansatzweise. Wir eigentlich hinter dir gewesen. Danke sehr. Heute sterbe ich die ganze Zeit. Letztens ist der Fitzfuchs die ganze Zeit gestorben. Darauf falle ich auch erst mal gerade runter vom Mast, von dem Sprung. Völlig unbeabsichtigt. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass die On-Mars-Keckwellen. Ja, freilich. Super. Dass die On-Mars-Keckwellen rausklatschen. Du hast gefühlt jede Welle hast du 2 bis 3 Keks dabei. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist mir eben auch schon. Also, es war ja direkt die erste Welle auch mit ja, dem Springen. Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben mal wieder. Also, das ist ungefähr so, wie wenn du zum schlechten DJ gehst und sagst, mach mal ein bisschen lauter, dann dreht er voll laut. Dann sagst du mal ein bisschen leiser, dreht er voll leise. Und so machen die ihr Belling-Sing. Ja? Also. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ein Skelettschiffe gemacht, Ayuto? Boah, ich glaube, das ist die sind mit euch. Absolut lächerlich geworden. Drei oder vier Schüsse und selbst eine Galli geht unter. Ja, ja. Also deswegen finde ich es ja auch so blöd. Das macht keinen Spaß mehr. Deswegen finde ich es ja auch so doof, dass die Chest of Fortune jetzt an der Skelettflotte oder bei der Skelettflotte ja, die ist, weil du die halt super leicht dadurch bekommst. Du musst halt praktisch nicht mehr dafür arbeiten. Naja, weil früher waren die Schiffe ja wenigstens, also vor dem März-Patch, waren die Schiffe ja wenigstens, also gerade die Galli war noch schwierig, die hat sich gewehrt und du musstest echt unten die Löcher reinknallen, dass das Schiff untergeht. Und jetzt schießt du wirklich 3-4 Mal drauf, egal wo, und das Ding geht unter. Das ist lächerlich. Oder sie versenken sie gegenseitig, ja gut, wie das letzte Mal. Ja gut, das kann mal passieren, wenn es gegenseitig rammen, aber trotzdem. Also normalerweise haben die auch mal Löcher repariert. Ich habe das Gefühl, das ist komplett verbuggt, dass sie gar kein Loch mehr reparieren und komplett untergehen bei 2-3 Treffern. Also, das ist echt langweilig. Das ist, weiß ich nicht. Da muss man sich echt die Herausforderungen im PvP suchen in dem Spiel. Mittlerweile. Der Hai ist ja auch ein Witz, der macht ja auch nichts mehr. Der fährt nur noch im Kreis. Um die Ströme rum. Bleibt. Ja, das Problem ist, dass das Spiel für Neulinge, glaube ich, nicht so attraktiv erscheint und dass man es. Dann sollen sie es anhand der Spieleranstellungen machen, weißt du? Wir sind jetzt 3 Stück, wir haben so und so viele Spielstunden. Die kriegen eher einen guten Hai, weißt du? Ja. Also ist. Ja, aber das Problem ist, wenn du ja jetzt als Newbie reinkommst, dann würdest du wahrscheinlich dieses Spiel direkt wieder ausmachen, weil du halt komplett überfordert bist. Oder nee, aber, total stinklangweilig ist. Aber die könnten es ja so machen, dass der Hai und auch die Skelettschiffe, die random kommen, dann auch nur kommen, wenn du eine gewisse Anzahl von Loot dabei hast. So war es früher zumindest. Auch der Kraken. Der kam nicht einfach so, sondern er hat eine gewisse Anzahl von dickem Loot dabei und dann musst du dich dem Kraken stellen. Und wenn du halt keine Ahnung hast, weil du Neuling bist, also die brauchen das Spiel jetzt nicht in den Easy-Mode patchen, nur, dass sie möglichst viele PlayStation 5 Spieler glücklich machen, so war nicht der Plan. Wisst ihr? Ja, das haben die aber auch schon vorher gemacht, ne? Ich meine, früher war die Skelettflotte, ich sage jetzt mal, eine Herausforderung. Ja, und jetzt. Hertha, ja. Jetzt ist da halt, ja, nichts mehr gefühlt. A Hero. Boah, es ist also echt. Die ganze Zeit Sprengpulverfässer dabei. Ja, deswegen meine ich auch. Und die stehen 1 Kilometer entfernt und die zünden die Dinger. Narrisch.
Nee, mit der. Schau her, das ist mal die. Sorry, ich bin schon mal da mit der Mega oder mal. Sorry. Ach, als ob ich dieses Skelett nicht treffe hier, meine Güte. Ich gehe mal auf die Sniper, dass ich mitballern kann. Mit einer normalen Pistol kommt man nicht so weit. Ach, verdammt, wieder falsch gewechselt. Mir ein Skelett weggesnappt. Super. Also wie gesagt, dieses FOF ist jetzt wieder, was heißt schwierig, halt einfach nur nervig. Wegen den vielen Keks. Aber der Rest ist halt einfach Easy-Mode gerade. Also, ja. Ist halt aufs PvP, deswegen kann ich verstehen, dass Leute sagen, dann mache ich halt PvP. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hat's gerade gekickt, ne? Oh oh. Soll ich sie zünden? Noch sind sie weit genug weg. Nee, nee, alles gut. Ich meinte nur, weil Demon King Disconnect hat. Ja, ich habe gestern eine halbe Stunde gebraucht. Bin die länger. Hm. 40 Minuten, bis ich wieder drin war. Dabei hab ich das Ding gemacht. Auch noch anmerken, dass die Steam-Version nicht unbedingt besser ist. Oh. Also einer von unserer Crew, ja, der hat sehr, sehr oft ein Disconnect, weil irgendwelche Dateien kaputt sind und so. Echt? Und jedes Mal werden neue Dateien gefunden, die angeblich kaputt sind. Also was ich so gelesen habe bei Reddit, sind die Disconnects bei beiden Versionen gleich und serverabhängig. Hm. Ja. Also da sind halt immer irgendwelche Dateien angeblich kaputt, okay, und immer wenn derjenige das dann halt neu downloadet, ist es eine andere Datei, das ist ganz komisch. Also hatte ich jetzt gestern nicht, ich habe heute wie gesagt immer wieder versucht und da wurde mir auch im Chat geraten, ja bleib dabei, irgendwann kommst du wieder rein, das liegt am Server. Und da war ich auch irgendwann wieder drin. Ich spreng die drei jetzt, oder? Ja, ja, mach das. Ich gerade so angelacht. Ja, wenn man Dreier schwarzen Bildschirm die ganze Zeit jetzt schon. Oh, dann kannst du direkt wieder rausgehen und dich versuchen neu zu verbinden. Du wirst nicht reinkommen. Mhm. Das hatte ich gestern auch. Da steht dann, du hast dich verbunden und dann du hast das Spiel wieder verlassen. Wenn der schwarze Bildschirm ist und das Steuerrad dreht sich ewig im Kreis, dann kannst du rausgehen und wieder versuchen, dich neu zu verbinden. Mhm. Kannst ja auch gerne mal zwischendrin versuchen, das Spieler auf Fehler zu überprüfen, ob er dir was runterladen würde, aber wie gesagt, habe ich gestern auch nicht gemacht, ich musste einfach nur warten, bis es wieder ging. Kommt von oben runter gejumpt und es sind auch ein paar, es ist ein bunter Mix, aber ich sehe mal keinen Keck bisher. Ausnahmsweise mal sehe ich keine Fässer. Du warst doch gerade im Wasser. Aber wenn ich ja eh hier stehe, waren ja nur drei. Eins konnte ich gut erwischen gerade. Wie bitte? Eins konnte ich gut erwischen gerade. Das war im Wasser und dann ein Schuss und weg war es. Ja. Ja, nichts los hier. Der Server ist. Ja. Verschrei es nicht. Okay, ich hab's gerade gesehen. Bin wieder raus, gell? Ja, ja, wie gesagt. Du hörst ja dann schon, wenn wir irgendwas machen. Wenn wir was schießen, ja, was einsammeln oder wenn eine neue Welle kommt, das hörst du ja schon im Ladescreen. Und sobald der Bildschirm schwarz bleibt und sich das Steuerrad dreht, kannst du das Spiel schon abschießen. Munition ist leer. Da bin.
Scheint nicht so sehr bei dir zu funktionieren, Demon King. Wie gesagt, das haben wir jetzt in ein paar Minuten. Ne? Dass er versucht rein und raus. Das Spiel ist halt immer noch im Early Access, so habe ich auch die Aufnahme von gestern genannt. Es fühlt sich an wie Early Access. Weil das ist halt einfach peinlich. Vor allem, das habe ich gestern schon gesagt, sie haben 4 Tage gebraucht. Hat auch genau einer geschrieben bei Reddit. 4 Tage haben sie gebraucht, um herauszufinden, dass die Game Pass-Version bzw. die Xbox-App-Version alle 20 bis 30 Minuten crasht bei den Leuten. Da haben die 4 Tage für gebraucht. Das wusste ich am selben Tag. Dass das, weil Hirojäger hatte die Xbox-App, hatte die Steam-Variante, wir hatten alle die Xbox-App. Wir sind rausgeflogen, Hirojäger nicht. Das Spiel nicht rausgeflogen, gecrashed. Ohne Kommentar, einfach zugegangen, so. Woran wird das wohl liegen? Naja, woran weiß ich nicht genau, aber ich weiß, welche Version betroffen ist und welche nicht. Und dafür haben die 4 Tage gebraucht. Uff. Ach, das Spiel wird niemals, also ich finde das einfach auch erstaunlich, wie viele Bugs in diesem Spiel sind. Es gab, jetzt habe ich mich selbst nass gemacht. Es gab Sachen, da wusste ich nicht mal, dass es die gibt, bevor ich Sea of Thieves kennengelernt habe. Oh mein, du meinst jetzt Bugs? Das ist die Art von Bugs. Ich meine, alles. Aber Hitrag, irgendwas anderes. Sea of Thieves ist nicht alleine. Destiny haben wir genau dasselbe Problem gehabt. Also da haben wir Raid, wenn die einen Raid ausgebracht haben, die ersten 1,5 Monate. Hast du Bugs ever nie gehabt? Du hast Bug über Bug. Alles total verbuggt. Neue Content, verbuggt. Ist nicht das einzige Spiel. WoW, genau dasselbe Problem gehabt. Ja, das ist wieder Blizzard, ja. Bei WoW finde ich es nicht so schlimm. Also das Spiel ist halt praktisch nicht multiplayerfähig, aber sonst finde ich es eigentlich nicht schlimm. Das ist das Problem. Es war ja mal ein schönes Multiplayer-Spiel. Zu Classic-Zeiten. Genau, so, sobald ich da irgendwelche Fohlen versorgen soll, dann muss ich die doppelt und dreifach und vierfach versorgen, oder wie? Nur weil ich mit 2, 3, 4 Leuten spiele. Echt jetzt? Also habe ich das letzte Mal gespielt, Anfang von Dragonflight. Da habe ich ein bisschen gezockt, aber... Oh, jetzt haben sie ja vorgestellt, da musste ich ja so lachen heute. Battle Royale im World of Warcraft. Verfolgt das nicht so aktiv. Ja, das meinen die wirklich ernst. Ein Battle Royale Modus im Piraten-Style im World of Warcraft. Aha. Ja, genau. Aha. Der Battle Royale Trend ist quasi rum und Blizzard kommt. Wir haben jetzt Battle Royale. Das fühlt sich so an wie mit dem Internet Explorer surfen. So schnell sind die. Immer spüren, immer zu machen, weil ich habe keinen Ton mehr. Jetzt renn noch nicht weg von mir, bleib doch hier stehen. Schon mal ein paar Schädel rein. Kannst du schon mal einsammeln, wenn du möchtest. Fitzbuchs. Mhm. Kannst du aber Fitz sagen, das ist kürzer. Fitz. Der fitzige Fuchs. Ich finde den Namen echt cool, muss ich sagen. Danke dir. Und ich heiße Aidayoto. Und ich weiß nicht, so viele Leute sagen Aidayato, Kayato, irgendwie sowas. Weißt du, wenn man zu dir der Joto sagt, einfach nur? Der Joto? Ohne das Ei, der Joto? Ja, hast du ein iPhone? Andere Frage. Ja, ich habe ein iPhone. Hängt das damit darum, zusammen? Nee, sondern ich hieß mal der Joto und irgendwann, warte, jetzt habe ich den Schädel da hingelegt? Ist dir ein Ei auf dem Kopf gefallen und dann war, oder nein? Nein. Also irgendwo muss hier noch ein Schädel sein, aber ich habe ihn eventuell
verlegt. Hm. Nee, sondern also ich hatte schon mal einen Twitch-Account. Ja. Und dann kam irgendwann diese SMS-Token-Verifizierung und sowas. Jo. Und ja, die Lara kam halt auf die Idee, sich dann ein neues Handy zuzulegen und die alte SSD, die alte Dinge wegzuwerfen. Und konnte sich dann halt nicht mehr anmelden. Und der Support, der wollte mir nicht glauben, dass ich das bin. Und weil ich meinen Namen gerne behalten wollte, habe ich dann gesagt, okay, dann heiße ich jetzt halt Aidayoto. Ach so. Ich würde auf ihn schießen, aber ich sehe nicht. Ich nutze den Moment, weil es so neblig. Ich nutze den Moment und eine Kugel. Ich weiß auch gar nicht, wo die Olle hier, die rote Hut hier gerade hinschießt. Also nicht zu mir. Ich bin nicht in ihrer Reichweite. Oder? Ah, doch, jetzt. Nee. Hm? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Jetzt kommen hier sogar noch mehr Schießpulverfässer an. Was ist denn los? Das ist doch gut. Direkt, ja, das stimmt. Direkt beim Boss zünden. Wie war das noch nie? Also auf ein schönes MMO hätte ich schon wieder Lust. Aber ich gucke auch immer, was Neues so rauskommt, aber... Also eins mit einer angemessenen Grafik, keine von 2004, die alle paar Jahre mal so eine kleine Frischzellenkur kriegt. Das fühlt sich an wie so eine 80-jährige Oma mit Botox. Ja, sieht ein bisschen besser aus, aber trotzdem angestaubt. Und so ein dynamisches Kampfsystem, sowas fände ich geil. Also wenn du halt zuschlägst und es stehen mehrere in dem Weg, dann werden die auch getroffen. Sowas halt. Sowas würde ich mir bei einem MMO wünschen. Und dann halt, wo man sich auch gegenseitig helfen muss. Also wo halt nicht jeder alles kann. Oh, ich glaube, er ist gerade in diesem Hau mich auf die Fresse-Modus. Ja, aber er nimmt dadurch nicht mehr Damage. Warum nicht? Sondern in der Zeit wird einfach nur, also in der Zeit greift der Boss uns halt einfach nur nicht an. Für was ist dann die Phase gut? Nur weil er nicht angreift? Ist er zum Damage machen oder nicht? Dachte ich eigentlich, dass er in der Zeit mehr Schaden nimmt oder man in der Zeit... Und dass er sich Wertschaden machen kann. So dachte ich das. Und die Musik wird ja auch lauter. Wenn man drauf haut und trifft. Aber keine Ahnung, ich habe es nicht so ganz verfolgt. Ja, nicht ganz. Also logisch, wenn du einen Stun hast, weil das ist nichts anderes, wie gestunt der Gegner, dann, ja, so irgendwie, dass du mehr Damage machen kannst. Ja, genau. Ach, ich weiß auch noch, als unser Crewmitglied meinte, wenn am normalen FOF die Augen rot leuchten, also ne, die leuchten ja so grün und keine Ahnung was, und wenn die dann rot leuchten, dann jemand macht dran. Jemand das vor. Genau. Das vor. Genau. Das war so witzig, diese Information. Weil wir waren noch so neu im Spiel und dann kam so, ja, wenn das so und so ist, und wir so, boah, echt? Die haben schon einiges gedacht hier, so ist es nicht. Und wir haben denen das so abgekauft und waren so davon überzeugt. Die Augen leuchten rot, da ist jemand. Ja, aber das ist ja wirklich so. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Weiß nicht, ob es aktuell noch ist, aber zu Anfang, guck im offiziellen Wiki nach, das steht da. Wenn man ein normales Fort macht, dass die Augen dann rot leuchten. Nein, ein normales Fort, ein ganz normales Fort, ein ganz normales, weißer Schädel, der hat grüne Augen, ist jemand, dann hat er rote Augen. Okay, wird nachgeprüft, gar kein Problem. Ich bin multitaskingfähig hier. Also so halb, auch wenn ich eine Frau bin. Jetzt ich bin mach erstmal den Boss hier. Du kannst jetzt nicht da rumrennen, den Boss machen und dann noch zeitgleich im Wiki nachgucken. Ja, das denkst du, dass ich das Da sind doch auch noch ein paar Sea of Thieves-Experten im Chat hier bei mir. Da kann doch bestimmt auch noch einer was zu sagen. Soll ich euch mal kurz eine Viertelstunde alleine lassen, damit ihr euch einen Ehekrieg austragen könnt? Das ist kein Ehekrieg. Ich habe einfach recht. Ich spiele dieses Spiel seit Release und es war schon immer so.
Ich weiß halt noch nicht, ob sie es mittlerweile kaputt gepatcht haben, aber es war zu Release immer so. Ich würde mich nicht wundern, wenn es nicht kaputt gepatcht wäre. Es ist kein Blizzard-Spiel, also sprichst erstmal, gilt erstmal die Unschuldsvermutung, so. Habt ihr den Boss jetzt an die Stelle auch schon gezogen, wo die Keks sind, oder nicht? Ich habe keine Möglichkeit. In der letzten Phase. Achso, du machst ihn erst in der letzten Phase. Leider gestorben. War leider blöd. Jetzt habe ich ein Problem. Nein, alles gut. Ich komme so schnell wie möglich wieder und ziehe die Akku wieder. Ja, was war das früher für eine schöne Herausforderung? Als ich, erzählt der Opa wieder vom Krieg, als frisch gebackener Krieger-Tank bei World of Warcraft und nichts mehr getankt hab, mit Feuerriese und Blut und Wasser geschwitzt hab. Oh oh. Oh oh? Wir wurden getroffen und brennen. Oh oh. Oh nein. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war so cool. Und jetzt kann ja quasi jeder alles. Das alles nur, weil ich gestorben bin. Es tut mir so leid. Und das ist alles, weil ihr die ganze Zeit rausfliegt und nicht reinkommt. Ich dachte kurz, der Demon King wäre wieder da. Nö, nicht wirklich. Hier, rote Wut, komm mal wieder hier hin. Das Schiff gehört tatsächlich nicht dir. Oh, wir haben immer noch ein Loch. Ups. Reichkäse schreibt, the eyes of the skull are not an indicator for the difficulty or our ships near the fort. SOT-Wiki. Hallo Streichkäse, schön, dass du schreibst. Aber es war zumindest mal so. Ich hab da nämlich wirklich noch Einträge im Internet gefunden. Kann auch gleich mal googeln. Da gab es dann wirklich Vergleichsbilder mit den verschiedenen Schädeln und den verschiedenen Augenfarben. Okay. Wo das dann erklärt wurde. Sonst, wenn ich es nicht gesehen hätte, mit eigenen Augen im Internet. Nee. Dann würde ich das ja nicht vehement behaupten. Vielleicht gibt es fürs Fort of the Damned. Aber warum ist es dann nee, jetzt war, nicht mehr? Es gab also, ja damals kein Fort of the Damned. Es gab, wir hatten ja nichts. Wir hatten als einziges World Event, abgesehen vom Kraken, es gab keine Skelettschiffe, es gab kein Megadon, es gab nichts. Es gab nur Schätze ausbuddeln, es gab Tiere einsammeln und es gab Schädel machen mit irgendwelchen Skeletten auf den Inseln. Das waren die drei Sachen, die es gab für die jeweilige Fraktion. Und dann gab es das Fort of the Damned. Hype Psychos, schon so einschaust. Ja. Nicht das Fort of the Damned. Und dann gab es das normale Skelett vor. Bitte was? Oh Gott. Aber wir werden mal nicht getroffen. Und da gab es das normale Skelett vor. Und weil das so besonders war und weil es da so viel Loot gab, haben sich alle auf dem Server auf dieses Vor immer geprügelt. Und jetzt gibt es so viel Kram, dass die Leute sagen, oh jo, und Fauf, mir doch egal. Ich tauche woanders hin, weißt du? So, rote Wut, dann komm mal her. Los, schneller. Nein, hör auf. Nein, lauf einfach jetzt dahin, meine Güte. Oh oh. Schwimm ins Wasser raus. Ja, dann schießt du nur die Dings hin. Also ich sehe sie nicht mehr. Naja, sie ist hier bei mir. Oh, es ist sie zu nah an mir dran gewesen. Also echt.
Zur Not stirbst du halt selbst, ist ja egal, ob soll die Fässer... Ich so ein bisschen Abstand von der Dame haben darf. Hauptsache die Fässer gehen hoch. Okay, sie ist tot, aber du auch. Ja, ich habe mich leider mitgesprengt, aber ich komme wieder. So, wieder da. Hier liegen noch Skelettdinger auf dem Boden. Habe ich gerade mal eingesammelt, dass sie buddeln können. Ja, da war irgendwie noch eine von einem... Du hast ja gesagt, irgendwo müsste noch ein Schädel sein. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also, ach, der müsste ja leuchtet doch was. Ja, hier. So. Return. Da bist du da, ja? Ah, ja. Sehr gut. Dann ging es ja verhältnismäßig kurz. Aber ich glaube, das könnte eventuell mit dem Pfaff zusammenhängen. Hey, aber schau mal, jetzt kommen wir, glaube ich, am Dings raus. Jetzt bekommen wir das Ruderboot raus. Wie, jetzt bekommt ihr es raus? Das Ruderboot ist jetzt ein bisschen mehr im Wasser. Ah, warte, ich habe hier... So, ich guck noch mal eben, ob hier... irgendwo was getrennt ist und dann mache ich das vor auf. Ach, come on. Naja, ich krieg's nicht raus. Ich glaube, ich wollte es irgendwie rauspaddeln, aber hat sie wieder festgekeilt. Und das hat sich so sehr festgekeilt, dass wenn ich dagegen laufe, ich wieder auf dem Schiff spawne. Kannst du ein bisschen näher mit dem Schiff vielleicht kommen, lieben King? Und auch so ein kleines bisschen drehen, dass wir mit der Spitze nicht zur Insel zeigen. Dass, wenn ein Gegner kommen sollte, wir wegsegeln können. Ich würde jetzt das voröffnen, wenn das. Mach auf, dann ist der Schädel doch weg, oder? Also eh schon. Na, die gibt hinten ein bisschen Sales. Ah, das reicht eigentlich dann schon fast. Bisschen danke nach unten. Jetzt kann man hier sehr gut die Sachen abstellen. Hier oben, wo ich stehe, dann kann man die da gut einharponieren. Da muss man nicht so weit laufen. Das Schiff nochmal drin gleich, ja. Ja, hier. Ich versuche jetzt nochmal das Boot da irgendwie zu kriegen. Nein, ich zieh Schiff um mich, wenn ich mich beim Boot ankomme. Das Ding hängt fest, bewegt sich keinen Zentimeter. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, schaut gut aus. Jep. Wollen wir nur ein wenig looten da oder nicht? Muss man es anschauen. Nein, ich habe keine Range mehr für looten. Okay, wir haben eine weitere Kanone an Bord. Nur die drei jetzt einmal um 90 Grad Richtung der Jodo. Genau, dass die Spitze in die andere Richtung guckt. Dass wenn jemand käme, dass er wegsegeln kann. Ja. Das ist halt auch ein Fehler, den ich gerne gemacht habe in der Vergangenheit. Man steht beim Schiff mit der Schnauze zur Insel, man wird angegriffen. Ja, und kann quasi, ist quasi weg vom Fenster. Können wir nochmal. Du probierst zu hooken. Vielleicht geht es aus. Ich habe einen Keck. Da oben, wo sie es hingelegt hat. Nee, ich bring's direkt an Bord nach oben.
kommt jetzt schon keiner. Achtung, der Jutta, nicht, dass ich die gleich mitnehme. Ja. Achtung. Da ist ein Hai im Wasser. Ist. Normalerweise, wenn ein Hai im Wasser ist, müsste wer da sein. Bist du geschwommen, Fitz? Ja, ich habe doch die, ja, das Fass Wasser, hochgebracht. Also ja. Okay. Gut. Was ist das? Kurz gucken. Kann Anzeigen auch sein. Irgendwas. So, the ice does not mean anything in particular. The ice to watch out. But the red one to particularly appear the fort of the damned, not even. Ich glaube, das war noch früher. Das Spiel hat ja jetzt 6-jähriges Jubiläum. Oder? Irre ich mich da. Ja, 6-jähriges. Dann war das vielleicht ganz am Anfang. Ich gucke auch nochmal, ob ich was finde. Aber danke dir, Streichkissen. Fürs Recherchieren. Ja, oder was? Oder eins höher. Aber ich glaube, dass es eventuell mit Dings zusammenhängen könnte, ha? Mit FOF. Dass die Mann rausfliegt. Glaube ich jetzt nicht. Kann ja, glaube ich, jederzeit und überall passieren. Komischerweise. Komisch. Wenn die, wenn es davon abhalten, das Spiel zu spielen. Ja, aber das ist. Wo hast du denn die Kekse hingepackt? Die habe ich hier diesmal im Vorgelassen. Oh, okay. Hier an der Seite sind die direkt. Du hast gestern, wir haben gestern auch das Dings gemacht. Und du bist gehängt. Ihr habt es dann fertig gemacht. Ja, und? So. Das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem gleich nochmal rausfliegen können. Ich will jetzt nichts prophezeien, aber die Chance besteht, dass wir gleich nochmal weiterspielen und wieder das eine für eine halbe Stunde raus, ne? Wir könnten ja einen Test machen. Wir machen ja klassisch gesagt. Wir machen überhaupt keinen Test. Wir spielen das Spiel so gut, wie wir können. Okay, ich habe jetzt noch am, also ich habe an meiner Maus habe ich noch zwei Seitentasten links jetzt angebracht. Die kann man so ranklippen oder auch wegmachen. So, was würdet ihr sagen, macht denn noch Sinn, auf eine Schnelltaste zu legen? Also ich habe einmal auf dem mittleren Mausrad habe ich Kugeln durchwechseln. Was eigentlich unnötig ist, merke ich gerade. Weil wenn ich an der Kanone bin, kann ich ja Q drücken. Nahrung aufnehmen, Fernrohr. Ja, sofern. Ich glaube, der Wassereimer wäre noch eine gute Idee. Wassereimer und Bretter wäre, glaube ich, nur noch eine gute Idee. Weil zwei Tasten habe ich noch frei. Und auf dem einen habe ich, wie gesagt, Essen. Auf dem anderen habe ich Wurfgegenstände. Und dann könnte ich bei dem einen Essen machen. Bretter und bei dem anderen der Eimer oder so.
Das wäre, glaube ich, noch negativ. Oder das Fernrohr. Ich habe zum Beispiel auf einer Tastenbelegung, eine kurze Tastenbelegung, habe ich das Fernrohr, auf einen habe ich das Essen, auf dem anderen Wurfgeschoss. Wo guckst du mir mal aus der Hand? So. Warte. Okay. Nämlich kaputt gefallen. Aber nicht noch eins. Hier sind noch die vier Springpulverfässer in der Schatzkammer. Ich buddel gerade noch eins aus hier, warte mal. Ja, kann man die nicht da hucken? Theoretisch. Wie bitte? Kann man die Sprengfässer nicht auch hucken? Theoretisch ja. Nee, die sind ja in der Schatzkammer drin. Nee, also du musst sie rausholen und schon hinlegen, aber wenn er sie huckt, darfst du halt nicht fallen lassen. Achso, du darfst die nicht fallen lassen und du solltest die nicht an das Schiff andocken lassen. Genau. Also nicht mit der Harpune so weit drehen, dass die ans Schiff kommen. Also ich würde... Ja, nee, dann ist es zu riskant, ist zu gefährlich. Weil es kann ja sein, dass es so gehuckt ist, dass es dann das Schiff berührt und da macht's, ja. Nein, einfach die Harpune nach oben richten. Nee, sorry, aber nicht... gestern hattest du recht, ja, mit der Feuerkiste. Aber du kannst mich mit dem Fass einholen. Ja, das geht. Aber alles andere ist mir zu riskant. Weil dann geht das ganze Schiff hoch und alle Festungskeks. Und dann geht's am Schluss unter. Nee. Das machen wir nicht. Ja, beim Festungskeck bin ich eher nicht sicher. Also das sag ich, deswegen frage ich, ob man es nicht hucken kann oder schon. So, kann man mich hucken? Ich kann. Ich schaue halt immer, was der wegen irgendwelchen Schiffen. Bleib stehen, bitte. Haben wir eigentlich Stufe 5 erreicht? Nein, noch nicht ganz. Kann ich gerade nicht. Hört nur was. Ja, leider. Aber sobald wir es angeben. Schade. Ich dachte, der Schädel zählt noch nicht. Da hinten ist auch noch ein Schädel offen. Und das ist aber ein normales Vor, meinst du jetzt? Why not? Da ist auch ein Haufen Loot drin. Oh, Verhältnis halt. Es geht zumindest schnell. Fitz, holst du das letzte Sprengpulver fast? Dann haben wir alles. Haben wir schon gebuddelt, ja, ne? Ja. Ist das für eine Flaschenpost? Lohnt sich die? Wir kennen Grove. Nein, lohnt sich nicht. So. Ja, lass uns trotzdem zum Außenposten fahren, hätte ich gesagt. Weißt du, auf die paar extra ja. Bonusgold, aber die vielen Keks da oben. Die haben so viel Wucht. Alle an Bord? Ja, ich geh mal eben auf die Toilette, also ihr könnt ruhig schon losfahren. Oh. So, sagst du mal, welche Himmelsrichtung? Ja, Westen. Westen. Sehr schön. Boah, ich dachte, die macht da so ein komisches Feuerwerks-Emote. Ich denke, da will einer was sprengen. Das finde ich jetzt nicht so witzig, AFK zu gehen und das Geräusch anzumachen. Ich tue mir die Schätze vorne alle auf die Spitzen drauf, damit man es einfach hucken kann. Mhm. Kannst du mal gucken, ob beim Außenposten jemanden ist, ob du was siehst. Der Jotto dürfte wieder da sein. Das hat sich bewegt.
So, ich bin wieder da, aber ich habe eine große Katze auf meiner Tastatur. Hm. Oh. Oh ja. Min Kun Katze oder was? Mooncake ist auf meiner Tastatur. Ah, Mooncake. Ja. Und Final Space, das grüne Monster. Nur, dass sie schwarz oder dunkelbraun ist. Also ich sag immer, sie ist dunkelbraun. Aber für alle anderen ist es eine schwarze Katze. Hm. Ich weiß nicht warum, ne? Du bist doch eine dunkelbraune Katze. Am Outpost steht auf jeden Fall keiner. Und wir müssen leider links drehen. Wenn ich mir jetzt eine Desktop. Ja. Verdammt! Verdammt? Schnell runter abstimmen. Wofür? Ah ja, für was wohl? Schleier. Na, Schleierbanner. Ja. Oh, ein Kilometer. Genau. Ah ja, ich habe jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Jede Seemeile, die wir kriegen können für das Achievement, nehmen wir mit. Einmal noch komplett nach Westen. Ja, siehst du das ja schon. Passt schon. Sorry. It holds the power to open a permanent doorway to the Sea of the Damned. With this power, the boundary between the Sea of the Damned. Wir es die ganze Zeit aktiv haben können eigentlich, fällt mir gerade ein. Weil das war ja, wir haben nichts gemacht. Also egal. Warum sind eigentlich die Segel so kurz nach der gesetzt? Keine Ahnung, ich hab's nicht gedreht. Okay, also springen auf STRG ist ganz cool, aber ablegen auf G5 ist scheiße. Soweit. Aber warum stört dich als Linkshänder das Springen auf der Leertaste? Naja, überleg doch mal. Leg doch mal deine rechte Hand auf WASD. Wie kommst du denn da an die Space-Taste? Ach so, ein Linkshänder bist du. Ja. Der wirklich dann auch noch die Maus auf der linken Seite hat. Dann bin ich wohl kein richtiger Linkshänder. Ich habe die Maus noch auf der rechten Seite. Nein, dann bist du kein richtiger. Sorry. Das ist schon gut. Früher wollte man mir das angewöhnen, dass die Maus auf der anderen Seite ist. Warum? Habe ich nicht verstanden, aber... Also, Gitarre spiele ich zum Beispiel Rechtshänder. Ganz normal. Ich habe auch schon mal einen Linkshänder kennengelernt, der hat Linkshänder-Gitarre gespielt. Das war für mich sehr verwirrend. Also ich mache praktisch alles. Also ich weiß gerade gar nicht, welche Seite meine stärkste Seite ist. Meine starke Hand. Kann ich so genau sagen. Aber so, eigentlich bin ich Linkshänderin. Ah, das eigentlich ist schon. Da geht's schon los. Was ich früher genannt habe, war Linkshändlerin. Okay. Ich bin Rechtshänder und meine stärkste Hand ist die linke. Also ich bin auch Linksfuß. An mir ist ein Fußballer verloren gegangen. Das Linksfuß bin ich, glaube ich, auch. Weil Linksfüßler werden ja immer gesucht, händeringend. Du sagst gerade Brandbomben. Ja, ich hab's gerade voll gemacht. Nein! Muss ich noch an die neue Tastatur legen. Das Ding ist halt, ich brauche halt eine neue Taste fürs Ducken. Für andere Spiele, wenn ich mich gewöhne, dass Springen auf STRG ist. Gibt es überhaupt eine Linkshänder-Tastatur? Nee, es gibt nur so ergonomische Tastaturen. Die sind so auseinander, so schräg ein bisschen in der Mitte. Dass da die Hände besser drauflegen kannst. Ist dir für so eine Hand so eine Tastatur zu legen? Da gibt es doch auch so Einhand-Tastaturen. Es gab mal sowas, aber ich glaube nicht, dass es das... Oder gab es das auch für Rechtshänder? Ich glaube, es war auch von Logitech. Da hat die Hand so perfekt drin gelegen.
Ja, genau. So was gab es, aber ich glaube, es gibt es nicht mehr. Müssen wir mal, und war auch ziemlich teuer. So, was nun? Ja, wir können auch nicht die Botschaftermission holen. Da fehlt uns noch ein bisschen. Da hinten ist noch ein normales Fort, wenn ihr dahin wollt. Ja. Am Himmel. Ansonsten, wir sind leider kein Schnitter. Um zu sehen, wo andere Schiffe sind, um sie zu versenken. Müssen wir die Flagge wechseln. Wäre mir auch egal. Ich bin für alles zu haben. Mir ist der Loot egal. Mir ist der Ruf egal. Ich habe überall schon genug Ruf. Und ich werde auch noch genug Ruf kriegen, so oft ich das Spiel spiele. Also, wenn es halt mal einen Abend, die ich da mal versenkt werde und krieg halt weniger Ruf, dann ich am nächsten Abend wieder Ruf, wisst ihr? Also. Ich bin da schon so ein bisschen schmerzfrei. Ja, mittlerweile. Machen wir das Skelett vor, einfach. Ja, wenn es nur im Himmel ist. Ihr könnt schon mal die Segel dorthin setzen. Ich komme sofort nach. Muss mal gucken. Also darauf dann den. Na, die sind nur oben die Fässer. Habt ihr die Fässer übertragen? Nein, haben wir nicht. Deswegen sage ich. Holen wir die Fässer noch. Ja. Haben wir nicht dran gedacht. Wie gesagt, also mir ist es eigentlich nur bei Sea of Thieves aufgefallen. Oder weil ich alt werde und meine Hände. Jetzt nicht mehr vielleicht so wollen wie früher, aber ich habe ja all die Jahre Shooter und auch Rollenspiele und was Space immer gehüpft. Das war ganz normal. Aber jetzt, wo wir vermehrt Sea of Thieves abends spielen, da hat man halt gemerkt, naja, man springt halt oft. So, ich komme gleich. Ich versuche hier gerade was. Also wenn irgendwas ist, schreit einfach und ich komme zum Schiff. Okay. Jo, wir schreien da. Boah, das ist kein Beruf. Jetzt hätten wir eigentlich was abgeben. Ne, müssen nur eins oben sein, oder? Nein, ich habe ja auch eins abgeben. Ja, siehst du, ist noch eins. Sogar noch zwei. What the hell? What? Echt? Ja. Wie viele Fässer hat es denn gegeben? Genug. Ja, normal. Also. Ich hätte die Caps-Lock-Taste noch frei. Die ist für mich auch die unnötigste Taste auf der Welt. Die habe ich immer stumm geschaltet. Der Registry-Eintrag unter Windows. Warum? Ich sie nicht brauche. Wer braucht denn die Caps-Lock-Taste? Außer Captain Caps-Lock und seine Shift-Crew. Richtig. Niemand. Ja, aber warum ist das stumm geschalten? Also, aber dass du nicht aus Versehen ausführst. Und 10-mal dein Passwort falsch eingibst und dich wunderst, warum. So, ich setze Segel. Jo. Ich gehe nochmal kurz in die Einstellungen. Controller. Nein, Tastatur und Maus. Oh Mann, ich probiere hier unten was, aber ich habe es noch nicht so ganz gebacken bekommen. Da ist noch was mit Leertaste hier. Missionen, Leertaste. Auswählen machen wir. Was müssen wir echt machen, da, oder? So, Wurfgegenstände. Nee, Holzbrett, das versuchen wir jetzt mal. Enter geht auf diese Maustaste hier. Nein. Nee, oder?
oder? Nein, was ist los? Ach, wie dumm. Lastenbelegung. Oh. Das Problem ist, der macht mir keine 8 Daumentasten, der macht mir keine 4 Daumentasten draus, sondern die sind dann doppelt. Also ob ich kann da links oder rechts drücken. Ah, okay. Das weiß ich nicht, ob ich das per Treiber dann ändern könnte. Bin mir gerade nicht sicher. Aber das teste ich dann auf Stream. Oh, ihr seid ja gar nicht so weit weg. Aber ich setze jetzt erstmal. Ich sehe ja noch euren Namen. Setz erstmal das Dummy-Ding wieder rein an der Stelle. Setze ich mich dann irgendwann mit auseinander. Schade, ich dachte, ich kann das da so schön reinlegen. Ja, mir die schrägt mir nicht so. Weil das Ding heißt eigentlich, wenn ich hier gucke, G5, G4 und G5. Und die andere heißt? Eine Schaluppe Richtung Südosten am Außenposten, die hat er gerade abgelegt. Oh. G6 und G7, also könnte ich die Vertreiber vielleicht, aber naja. Was hast du denn für eine Maus? Eine Logitech G900. Ich hab nicht Harpune sitzt gesagt. Aha. Die Harpune sitzt also. Du bist ein Geist. Ich hab mich gerade voll geschreckt, Alter. Ich hab mal da erfahren. Wir haben auch Harpunes neben mir auf und ich denke mir. Aber so, dafür brauchst du auch Stufe 100 bei denen, ne? Ja. Ja, genau. Vorne können wir mal hoch da. Ja, okay. Nächstes Community-Wochenende sterbe ich mich durch. Oh. Yeah, bin dabei. Dass du das machst. Naja, also ich werde samstags im Schwimmbad sein, sehr wahrscheinlich. Aber freitags geht's ja. Nee, es geht ja freitags gar nicht los, ne? Nee, fängt das nicht samstags? Fahr nicht hoch. Nee, weiter. Es ist nicht das Vor. Wisst ihr es nicht? Nein. Nee. Fahr nach links. Nein. Ja. Okay, wir kommen vorbei. So. Ein bisschen Augenmaß. Ein Bilderwerk gesendet. Wie schön. Ja, gut. Werden rechts, hätten wir Schiffsfrack. Nee, Frack. Ging zu wenig, dauert zu lange. Wie gesagt, wir brauchen auch kein Schiff versenken, das Grabfisch abgegeben hat. Und keine Flagge hat. Außer Spesen nichts gewesen. Das stimmt. Und wir müssen ja auch kein Schiff versenken, was uns nicht entgegenkommt. Oh ja. Also im Sinne von, wenn es nicht kämpfen möchte. Naja, also. Da sind wir noch sehr. Haben wir davon gesprochen, dass wir das nicht machen sollten? Was wir nicht machen sollten und was wir tun, sind Cyber Schuhe, weil es heißt Sea of Thieves, nicht Sea of Friends. Und? Das stimmt. Und wie oft bin ich schon versenkt worden? Wir hatten kein Loot dabei, nur unsere Flagge und dann sind sie uns mit der Galli hinterher. Und nebendran war eine vollbeladene Sloop, auch mit Stufe 5 Flagge. Und wir waren Stufe 3 oder 4. Und ich habe gesagt, ey, hab noch ingame gesagt, ey Leute, greift doch die an, wir haben keinen Loot. Und dann standen sie hinter uns und wollten rüberspringen und ich habe sie beworfen. Und die mit ihrem Akzent, no, wir friendly. Und dann kommen sie hin und versenken uns und plündern uns. Und wir hatten ja quasi nichts. Also das war schon affig. Ach so, das ist so blöd. Und dann kriegst du halt auch irgendwann Hass und denkst dir, okay, ich will auch mal, auch wenn es nicht richtig ist. Okay, dann versenken wir jetzt jedes Schiff, was uns in die Quere kommt. Und es kommt direkt auf uns zu. Und zack. Wupp drauf. Da muss ich direkt daran denken, an diese Videos, so, Captain, und dann kommt da so ein Skelettschiff voll angedüst. Hm. Ich sagte, das ist diesmal, ja. Ich zieh die Segel vorne hoch. Ja, das ist es jetzt. Das hörst du schon an der Musik. Aber wir können die langsam hoch machen. Ja, wir müssen ja noch hin. Ja, das ist halt das, was ich... Ich geh reparieren. Wir werden halt getroffen, aber das lässt sich halt nicht ändern. Da ist direkt neben uns ein Zweimaster. Direkt vorne neben uns.
Links. Angelegt, oder was? Nee, die sind gerade her. Direkt vor uns sind sie jetzt gleich. Oh ja, ich seh's. Gut. Ey, das ist so ein großes Schiff und ich hab's nicht... Vordere Segel bitte drehen. So. Ja dann. Nimm mal eine die Steuerkugel bitte. Hier, ich lenke uns dahin. Jetzt wird gekämpft. Also wir haben ja nichts Wichtiges an Bord, ne? Nur eine Flagge. Nur Flagge. Halt die untergehen sollten, dass ihr euch dann keine Sorgen machen müsst. Mir ist das echt egal. Okay. So pessimistisch möchte ich mal sein. Wieso? Nee, du gehst doch viel mehr. Wie sage ich? Elan. Du gehst doch viel mehr rein, wenn du weißt, du hast nichts zu verlieren. Das meine ich. So, da kommen sie übrigens. Ihr müsst mir sagen, wie ich lenken soll. Du schaffst das, ich vertraue dir voll und ganz. Ich sehe nämlich nichts. Da kommen sie rechts. Ach so. Ja, dann können wir jetzt die Kettenschüsse laden, weil die sind jetzt direkt rechts neben uns. Und ein bisschen nach. Glaube ich, einen Mast schon gelegt, oder? Ja. Wir haben schon einen Mast gelegt, ja. Ein kleiner Hochziehen, man sieht es. Ich gehe reparieren. Okay. Und runter. So. Das ist schon mal sehr gut. Ja, nämlich auch PvP-Segel mit dabei. Macht mal die Segel in eine Richtung, ich sehe nichts. Von mir aus dann nach rechts oder so. Also ich wenigstens vor uns also, sehe, wo wir hinfahren. So, warum? Also die sind jetzt hinter uns. Schon klar. Warum schlage ich rechts ein? Warum? Weiß ich nicht. Ich habe eine weitere Kanone hin. Wir hätten auch eben nach links lenken können. Dann wären wir jetzt nämlich schon fast bei denen. Ja, aber dann kann die nie mitschießen. Ja, aber wir sollten uns vielleicht darauf konzentrieren, auch wegen dem Lenken und alles. Und klar. Oh Gott, jetzt kriegen wir ein Skelettschiff, ja. Oh, super. Einmal gerade lenken, sonst fahren wir gleich direkt in die rein und haben auch keine Schusslinie mehr. Ja, ich weiß. Der hintere Mast ist gelegt. Von denen. Ich habe auch einen getroffen. Oh, scheiße, jetzt nur Skelett. Oh Gott, ey, was passiert hier? Löcher stopfen? Scheiße, das Skelett vorschießt auf uns. Wir haben Press reingelenkt. Gegensatz von Anker. Ja. Scheiße. Was? Ach, der ist dauernd die ganze Zeit. Ja, nee, wir gehen unter. Haben es von allen Seiten abgekriegt. Ja, wir sind raus. Wir hätten ein bisschen besser lenken und schießen müssen. Wie gesagt, ich habe nichts gesehen und wir wurden von drei Seiten beschossen. Das Vor hat uns beschossen. Ich brauche dann auch ein bisschen mehr Ansagen. Ihr müsst auch mit den Segeln dann ein bisschen mehr hoch und ein bisschen mehr mit Vollkrawacho und Riesenbogen in das Skelett vor rein. Ja. Oh, Demon King, fliegst du wieder raus, oder? Also wir sind nicht in das Vor reingefahren, wir sind in die Skelettgalione reingefahren. Nein, nein, wir waren genau in dem Schussradius von dem Vor. Wir waren Riesenbogen gefahren, sind, weil wir volle Segel hatten. Wir hätten viel kleineren Radius drehen müssen. Oh, ich bin auch gerade rausgeflogen. Mit? Ja. Verbindung zum Server unterbrochen. Haselnut Beard.
D'accord, ich hab nur mehr Black Screen. Versuchen nochmal reinzukommen. Ich war gerade. Wie gesagt, ich bin PvP-Anfänger, aber wir waren halt einfach viel zu schnell. Und dann hat mir, wie gesagt, das, auf der einen Seite hat das Vor auf uns geschossen, auf der anderen Seite hat das Skelettchen vor uns geschossen und die Spieler auch haben auf uns geschossen. Da machst du nix. Okay, ich bin wieder da. In einer Taverne. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. So, der Jutta ist auch da. Sehr gut. Und so, sollen wir nochmal in den Kampf ziehen? Ja, aber jetzt bitte mit der passenden Flagge. Dass es sich auch lohnt. Fitz, du kannst auch dein hinteres Segel ein bisschen nach oben tun, wenn du nicht siehst. Ja, das wollte ich. Nur ich wollte halt weg von dem Vor. Ich sag ja nicht, dass ich nicht gerade auch Fehler gemacht habe. Ich bin ja auch hier noch ziemlich alleine, was das angeht. Auf jeden Fall, wir hatten dann Mitwind und waren super krass schnell, sind denen dann... Es war Pest und Cholera. Entweder wir segeln näher ans Vor ran, dann kriegen wir da aufs Maul. Oder wir segeln näher an die dran, kriegen wir von denen aufs Maul. Und ja, wir hätten links rum segeln sollen, nicht rechts rum. Das Vor, da hätten wir halt den das Vorteil gehabt, Vor dass war dumm. Dass wir das Vor gar nicht erst bei uns gehabt hätten. Und was du halt auch machen kannst, ist uns dann halt sagen, Segel hoch oder sowas. Ja, oder ich dann halt hinten das Segel hoch machen oder wie auch immer. Ich war irgendwie auch gerade in dem Hektikgrad noch ein bisschen überfordert, weil mir da einfach noch die Routine fehlt. Aber die kriegen wir. Ist ja alles gut. Ich meine, ich habe auch super Kacke gerade gespielt. Aber du bist halt am nächsten hinten dran. Naja. Und dementsprechend wär's für uns vielleicht am besten, wenn du dann hinten dich um die Segel dann auch naja, kümmerst. Ja, mach ich. Wäre es dann nicht gescheiter, wenn wir klein nur mit dem hinteren segeln und dem vorderen einfach überlassen? Ja, das, vorne das vordere kann ja ruhig ein bisschen unten sein, aber wenn ich halt überhaupt nichts sehe und es hat dann, wir haben noch voll Mitwind, also so ein Viertel kann es immer unten sein, ne? Das ist nicht das Problem. Holst du Lagerkiste, Dayoto, oder? Ja, ich kann eine Lagerkiste holen. Okay, also danke. Ich habe hier erstmal alles Mögliche gekauft. Ja, ah, danke dir. Mhm. Gleich 4 Schnitte abstimmen, oder? Ich habe schon. Hallo, kannst du mir bitte die Lagerkiste geben? Oh nö. Hallo. Ja, ich kenne das Problem. Vielleicht kann von jemand euch einmal die Lagerkiste holen. Die möchte bei mir, ja. Die möchte mir die nicht geben. So, ich tue euch eine Holzkiste neben das Lenkrad, wenn irgendwas ist. Könnt ihr dann schnell hier oben reparieren, okay. Oder Fitz kann dann hier oben direkt reparieren. Wo ist denn der jetzt nochmal? Ich glaube, die Kanonen sind scheiße zum Zielen, die ich gerade ausrüste. Können wir dann gerne nochmal ändern. Bin ich jetzt total verblödet oder bin ich ein Skelett einfach nicht? Hm. Bin einfach Skelett nicht. Nein, jetzt habe ich mich komplett ausgezogen. Eben hier. Och nee, ist das so dumm. Ich
hasse das, wenn du da nicht eine Sekunde aufpasst, ziehst du dich komplett aus. Gut, Thomas, ich denke. Was Neues. So. So, wir können jetzt von meiner. Ja, okay, die. Von mir aus können wir los. Die Kanonen sind scheiße. Ich nehme andere. Die Frage ist, wenn die leuchten, irritiert das im Dunkeln? Im Dunkeln schießen? Ja. Was hast du gesagt, Fitz? Die Kanonen irritieren die im Dunkeln, wenn die leuchten. Also mir persönlich nicht, weil ich habe ein Schiff, das genau die Kanonen hat. Ja, aber die normalen Kanonen, die sind am besten zum Schießen, also die ganz normalen Kanonen. Was ist mit... Wenn du da keinen Krimskrams hast, was da irgendwie im Weg ist. Jetzt ist nichts im Weg, oder? Bei den Rosendinger. Ja, die sind okay. Gut. Haben wir alles eingesammelt? Müssen wir noch was einsammeln? Ich hab nichts. Also, eine Kettenkugel springen. Ja, wieso ist das hier gerade noch Kugeln? Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Hä? Wieso kommen wir jetzt wieder oben Kugel rein? Hä? Sag mal, räumst du die alle nach oben? Was nach oben? Die Donnerbomben? Ja, alle Kugeln. Ja, ich roll die nämlich nach unten. Achso, Entschuldigung. Sie denkst gerade so, hä? Oben sind nur billige Kugeln. Ich bin gerade so abgelenkt gewesen. Soll ich losfahren? Aber die Kettenschüsse sollten wir vielleicht trotzdem nach oben. Ja, wir können, also von mir aus können wir losfahren. Weil die Kettenschüsse, die brauchen wir ja. Ich kann's ja links fahren. Und jetzt muss ich ja für normale Kanonenkugeln und Kettenschüsse zwei verschiedene Fässer benutzen. Oh, so machen wir es immer, aber wir können es auch ändern. Mir ist das egal. Ich bin da schmerzfrei. Bloß wenn du halt, eine Kiste voll machen willst mit billigen Kugeln, weißt du, was ich meine? Dann kannst du die oben einfach rausfischen. So war die Grundidee dahinter. Aber wir können es auch ändern. Ich bin da. Ist es echt egal. So, Essen ist. Also alles. Am besten, wenn wir gleich nochmal kämpfen sollten, versuchen wir auf die Kanonen zu schießen, damit wir halt. Ja, dass die sterben. Nicht zurückbeschossen werden können. Und dann können wir ja immer noch die Masten dann legen. Mhm. Das hilft mir das erste mit normalen Kanonen. Oh Gott, die Segel. Ich wusste nicht, dass die so leuchten. Ups. Ich finde die verdammt geil. Oh, shitty. Ich finde die geil. War es Shark Fin Camp oder was? Ich glaube schon, das. Na, ja, es kommt hin. Okay. Wir segeln da jetzt eh nur noch 2-3 Minuten hin, sehe ich gerade. Mhm.
Ja, wir sind an Kraken Watchtower vorbei und es ist Shark Fin Camp. Okay, dann gehe ich, ja, geh ich auch mal ganz kurz auf die Toilette. Und nicht wundern, ich knall 90 Sekunden Werbung rein, weil dann ist keine Werbung, wenn wieder Action ist hier. Ne? Der Twitch-Algorithmus und Werbung, ihr kennt den Bums. Bis gleich. Ich habe leider auch super lang nicht mehr so richtig gekämpft. Das gehört da auch noch so ein bisschen zu. Ich gehe, macht da keinen Vorwurf. Okay. It's alright. Alles okay. Nee. You are a hero. Jo. Jetzt sind die Augen rot. Siehst du das? Hast du das gesehen? Nee, die bei mir waren die grün. Hm. Dann war es ein Anzeigefehler von mir. Weiß ich nicht. Ich habe auf einmal nur rote Augen gesehen. Denkst du, da ist jetzt jemand dran? Es wäre möglich, ist aber nichts fix. Wir können den Mythos auch beibehalten, wenn du möchtest. Hm? Wir können den Mythos auch beibehalten, wenn du möchtest. Oh, definitiv. Mir juckt es nicht. Mir juckt es nicht. Sorry. Aber wo ist denn jetzt der Zweimaster hier? Oder ist das noch nicht das Vor? Nein, nein, das ist Krakens Dings. Das ist das da hinten. Erste Queen. Siehst du schon? Ja, ja, die sind ganz weit hinter dem Vor. So. Also machen die das gar nicht, oder was? Nee, ich glaube, nee, die machen das nicht, oder? Die fahren irgendwo. Ne, das war nicht das Vor, meintet ihr eben, oder? Ja, das Vor war es nicht. Ja, dann ist das dahinter das wahrscheinlich. Ja, genau, das dahinter. Vielleicht hilft ein Hund auf dem Schiff, damit wir die versenken. Dann bellt er die an oder so. Bin ich kein Freund von. Er mag das Gejaule. Ja, das macht mich wahnsinnig. Katze? Ich mag beim PvP gar keine Tiere. Das ist. Rechts ist der Zahnmaster. Okay, dann keine Tiere. Der ist geradeaus. Am Vor, der steht da oder gammelt da rum. Und gleich nicht mehr. Ja, gleich nicht mehr. Außer wir machen nochmal sowas wie gerade. Ah, wir hätten uns hier einen Keck holen können bei dem einen Vor. Und dann taucht einer mit einem Keck hin. Haben wir die Sprengpulverfässer eben verkauft? Ja, haben wir. Ja. Sonst wären wir schon viel früher untergegangen. Oh mein Gott, ich dachte schon kurz. Nee, die haben wir verkauft gehabt. Ich hab nur dran gedacht, bevor. So, wir müssen rechts hier zum einen einschlagen. Soll ich mir auch Kugeln nehmen? Nee, ne? Also Kettenkugeln. Die überlasse ich lieber euch. Voraus. Nehmt euch mal bitte die Zauberkugeln und so. Ich hab Zauberkugeln mit. Ich hab sogar Ankerkugeln dabei. Egal, nehmt sie euch zu uns alle mit. Ich brauch sie nicht. Hier die Zauberkugeln und noch ein bisschen andere. Ja, ich brauch sie nicht und wenn ein Gegner kommt, nicht reinlegen, mitnehmen. Wo hat jemand die Ananas genommen? Wir müssten 4 oder 3 Stück gehabt haben. Ja, warte. Nö, ich hab nur Mangos. Wir sind gleich da, Leute. Na, deswegen ausrüsten. Okay, dann nehme ich die Zauberkugel, wenn ihr sie nicht wollt. Ich hab schon. Darf ich auch ein paar haben? Ich hab doch gerade gesagt, nehmt sie euch alle. Ich brauch sie nicht. Nimm sie alle. Nur, dass der Gegner sie sich nicht nimmt. So, den Rest kannst du haben. Nimm sie mit und schieß sie raus. Du bist eher am Schießen. Ich bin doch am Segeln. Nee, ich bin am Segeln. Komm. Ballert ihr. Ja, ich hab noch. Niemand ging sich am Segeln. Wo sind die jetzt? Ah, da hinten. Die fahren weg. Wir müssen hinterher segeln. Richtung Osten. Ich sehe leider gerade wenig. Wohin segeln sie denn weg? Nicht keine Reflexion. Arme gerade. Sie segeln jetzt nach Westen. Aber wir müssen aufpassen vor unseren Felsen. Ich sehe die nicht, wo sind die? Da hinter die Klippen. Wir sollten ein bisschen nach rechts lenken. Nach links. Jo.
Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, sorry. Warte, ich weiß rechts auch, ist er first. Wir sollten auf definitiv noch links. Ach, die segeln ja komplett weg von dem Vor. Wo sind die denn? Die sind sau weit weg. Ah, warte. Deswegen habe ich sie ja gerade gesucht. Ich habe irgendwo rechts ein jetzt, Schiff jetzt geradeaus sind die, aber... So? Nee, noch mehr nach links. Noch viel mehr nach links. Noch viel mehr nach aber die waren eben bei dem Vor, aber die sind jetzt komplett weggesegelt, als wollten die da gar nicht hin. Ja, Richtung, einfach Richtung jetzt, Sonne. Jetzt geradeaus. Dragon's Claws. Kriegt geradeaus einfach jetzt nur. Ja, die fahren echt weg. Aber warum? Gut mal die Segel ein bisschen ausrichten, bitte. Ich weiß nicht, vielleicht hatten wir doch noch irgendwas Besonderes an Bord. Seid ihr sicher, dass wir die Fässer verkaufen haben? Ja, sonst wären wir doch schon längst draufgegangen. Müssen wir. Hattet ihr sie in der Hand? Habt ihr sie ja. persönlich verkauft? Ja. Okay. Da steht doch, das sind Festungskeks. Und der Mast ging doch um. Wir wären schon dreimal explodiert. Das war komplett. Ja, wenn die Fässer gesprengt hätten. Ja, tun sie ja. Ja, aber die haben's nicht gekriegt, weil es wir schon am Außenposten verkauft haben. Okay, Duki. Der Scharke und der. Ah, oh, sie drehen rein. Okay. Achtung, Shake Rod halten jetzt. Ja, aber sie haben auch reingedreht jetzt. Ihr könnt gleich links schießen, ne? Haben die nicht gerade ausgelenkt? Nein. Doch. Ja, sie segeln weg von uns. Was? Warum denn? Haben die jetzt so Angst, weil wir ein neues Segel drauf haben? Die wissen wahrscheinlich nicht, dass das die Loops sind, die sie gerade versenkt haben. Sie senken nur Schnitter. Ja, Stufe 1. Ja. Die drehen bei. Okay, sie gehen in Kampfposition oder auch nicht oder auch doch? Doch. Weiß ich nicht. Vielleicht ganz langsam. Drehen sie fuck, nach. Ich sollte mal auf die Blunder was wechseln. No. Da kommen sie, ja. So, die holen die Segel ein. Wir sollten auch ein bisschen langsamer werden, weil sonst düsen wir gleich von denen weg. Oh, warte, jetzt holen sie die wieder hoch, aber wir kämpfen jetzt müssen. So, dann mal ein bisschen drehen, damit wir nicht von ihnen wegfahren. Arbeite dran. Einmal auf die Kanonen schießen am besten. Versuche Löcher zu stopfen. Nein, keine Chance. Die treffen uns die ganze Zeit wieder. An denselben Stellen. Ihr müsst die. Nee, lass uns mal wegsegeln. Und wir müssen Löcher stopfen. Wir haben. Nein. Wir können nicht hinterher segeln. Ja, uns geht's ja gut. Wie? Wir haben doch kaum Löcher unten. Ja, 5 Stück auf einer Seite. 6. Nein, schon wieder. Kümmerst du dich um die Leiche? Schau, das ist der Wisch. Versuch eins zu stopfen. Wow, one ball, und buff. Wir hätten nicht wiederholen können. Nein, passt schon. Ihr müsst dabei die Leiche zumachen und schießen.
das geht schon. Mast vorne getroffen. Sehr viel Springer da. Beide Masten getroffen. Jetzt müssen wir. Bist du da? Reparierst du Löcher? Kann ich machen. Es ist alles okay unten, wirklich. Schießen. Keine Kugeln mehr. So, jetzt schießen, weil sonst haben die uns gleich. Haben wir den Kampf wahrscheinlich verloren. Ja, weil wir uns jetzt reindrehen, ja. Nee, also wir waren ja noch nicht so voll unten, dass wir hätten reparieren müssen. So, jetzt kommt uns einer entern. Einmal weiterschießen. Ich pass aufs Boden auf. Sag mal. Der mit Kreuz geschossen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ist er down. Also ich hab keine Kugeln mehr. Jetzt kommt einer zurück zu seinem Schiff. Was ist das? Den können wir mir jetzt umwunden. Habt ihr das Segel runtergemacht? Sehr gut, okay. Ja. Nein, Anker! Ach, come on, wie kann das denn sein? Sword Dash. Das Schloss frei. Aber wie hat der mich denn instant down gemacht? Ach ja, freilich. Sword Dash. Der hilft immer mit dem Sword Dash. Aber wie kann, wie kann der denn schießen und Sword Dash direkt hintereinander machen? Nein. So war's bei mir. Der schießt nicht, der macht nur die Sword Dash. Okay. Der macht nur den Sword Dash. Ich hab's gesehen, wo der Yoto aufgegangen ist. Er hat hinten angesetzt, Sword Dash. Pfupp. So hat er uns beide in einer Linie da nicht gehabt. Ja, wir sind schon zu lange Ladebalken. Wir sind schon untergegangen. Wir sind untergegangen. Ich weiß nicht. Also mit diesem Sword. Also zu mir hat er einen Schuss reingedrückt und dann direkt das Sword Dash hinterher. Da frage ich mich, wie das halt geht. Ich will das auch können. Oder mit der Blunder geschossen oder mit der Pistole? Pistol. Ja, Pistol, was der da switcht schnell um. Keine Ahnung. Ich bin halt Laie. Das ist klar. So, wollt ihr es nochmal versuchen? Von mir aus, ich brauche Übung. Kein Ding. Wir können nur besser werden. Wenn du genervt bist und nicht mehr willst, sag Bescheid, ne, der Jutta. Nein, nein, alles gut, aber das Schiff, das geht halt wirklich nicht sofort unter. Ja, damit das. Oh, guck mal, wir haben hier direkt alles dabei. Das ist ja praktisch. Also, ihr müsst nicht sofort abschöpfen. Irgendwann kommt dann hier und da ein Geräusch und dann sollte man vielleicht abschöpfen und das auch mal reparieren.
Aber nur weil das Schiff, keine Ahnung, 4 Löcher hat, heißt es nicht, dass wir sofort reparieren müssen, weil dadurch hätten wir den Kampf... Also wir haben alle Fehler gemacht, aber dadurch, dass du unten warst, Fitz, und ich am Steuer, und wir halt super da reingelenkt haben und nicht mehr schießen konnten, ja, konnten wir nicht mehr schießen und haben unter anderem auch verloren. Ja, okay. Also das ist nicht das Einzige gewesen. Okay. Den Tipp nehme ich gerne an. Und du siehst ja auch direkt am, ne, wenn du am Steuer bist, dann siehst du ja auch, wie tief stehen wir jetzt unter Wasser. Und wir wissen ja... Woher weiß ich, ob ich das wirklich sehe? Ach, niemand ist so wie der Lars, den ich mal kennengelernt habe. Der meinte, es ist alles super und dann kurz daraufhin sind wir untergegangen. Okay. Ja, wo willst du denn jetzt welche Kugeln haben? Andere Frage. Also ich persönlich würde euch empfehlen, die Kettenschüsse, die Donnerbomben und die normalen Kugeln nach oben zu tun, weil die werden immer im Kampf gebraucht. Somit können wir nämlich oben einmal F durchswitchen oder oben einmal alles nehmen, anstatt dann extra noch zu einem anderen Fass zu gehen. Mhm. Okay. Was hältst du generell davon, dass wir stattdessen, dass wir es unten haben, eine Lagerkiste in der Mitte mit allen möglichen... Kugeln und etc. Weiß ich nicht, wenn die da... So wie sie machen. Wenn die da halt... Ja, und dann kommt jemand, genau, nimmt die Lagerkiste und dann haben wir keine Kugeln, genau, mehr. Genau, davon bin ich auch kein Freund. Das ist nämlich auch schon passiert. Nicht in jüngster Vergangenheit, aber in der Vergangenheit ist das schon passiert. So, also oben sind jetzt Kettenkugeln, normale Kugeln und Dollarbomben. So. Ja. Da wieder logisch. Erklärt sich. Ups. Kann man aus zwei anderen Hälften? Ja. Oder zählt eine halbe Ananas als... Ja, okay. Eine halbe Ananas ist alive. Zählt als... Nein, ja, aber es zählt als ein Essen. Ich dachte, ich kann zwei halbe Ananas tragen und bin dann... Ihr versteht. Ich meine, klar, ist immer noch besser als alles andere, aber trotzdem. So, dann... Fahren wir nochmal dahin. Und... Wir bin schon wieder raus. Ja. Und was... Also... Gegen den Bordern nochmal. Das ist zwar ganz praktisch, wenn wir die sehen, aber wenn ja einer am Steuer ist, zum Beispiel, dann brauchen wir ja nicht jemanden, der extra noch auf die Border aufpasst, weil dann haben wir ja nur noch eine Person, die dann gegebenenfalls schießt. Weil einer auf die Border aufpasst, der andere ist am Lenkrad. Nee, es müssen schon beide schießen. Retter, so Streichkäse, hallo. Der Kampf war echt also mega, das findest du? Ich böse gemeint, auch wenn sich das böse anhört. Nein, gar nicht. Gar weiter nicht, so, danke für deine aufbauenden Worte, aber da ist noch Luft nach oben, wir versuchen uns zu steigern. Das Problem ist, ja, wir haben es beim ersten Kampf haben wir's gesehen, du bist an der Kanone gestanden und wurdest dann vom Border hinterrücks, auf gut Deutsch. Ja gut, aber in dem Moment, wo ich sage, es ist einer an Bord, dann müssen sich alle rumdrehen und die versuchen zu töten, sonst werden die ja abgestachelt, während sie an der Kanone stehen. Ja? Ich sehe ja, wenn der hochkommt. Das ist nicht das Ding. Was auch hilft, wenn der hochkommt, also wenn der noch da dran hängt, dass man den mit Donnerbomben... Ja, ich nehme mir jetzt mal welche mit. Immer, ja. Man sollte jetzt natürlich nicht die Donnerbomben quer auf dem Schiff verteilen, weil wir auch dadurch Schaden nehmen. Nee, mir geht's schon. Ja gut, aber ich werde auch keine Brandbombe schmeißen. Nein, nur ich meine jetzt nie. Ne, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ich werde Bomben dabei haben müssen, dann kann ich auch Donnerbomben dabei haben. Weil Brandbomben werde ich erst recht nicht schmeißen. Nee, Brandbomben solltest du auch nicht werfen. Da steht noch das Schiff unter Feuer. Burn, Baby, burn. Disco Inferno. Aber was ich immer vergiss, während dem Kampf zu essen. Daran denke ich. Da habe ich meine Taste und fange an zu futtern. Das ist nicht das Ding. Aber der hat mich so schnell umgebracht gerade. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Zu dem Totenkopf. Und wo ist er? Eine gute Frage. Wir haben nicht einmal ein Segel. Wir haben nicht einmal für was abgestimmt. Stimmt, das war auch dumm.
Ist noch ein Außenposten? Ah, geradeaus. Ist noch irgendwo ein Außenposten auf dem Weg? Einmal nördlich. Aliens Grave wäre noch da, ja. Sonst springen ich und der Jutta, wenn wir bei Galen's Grave vorbeikommen. Ich glaube, das geht nicht, oder? Das Schiff muss, glaube ich, in der Nähe sein. Es können nicht zwei abspringen. Nee, das muss in der Nähe sein. Aber wir können ja auch im Nachhinein die Schnitter dann wählen. Bringen wir uns aber nichts für die Flagge, oder? Wenn wir die ja, erstmal wieder. Und ich. Das sieht nicht so aus, als würden wir die wiederfinden. Vielleicht sind die weg, ja. Nee. Ist egal, dann nehmen wir einen Schnitter und machen das vor. Wir können es auch so machen, dass zwei abspringen oder einer schon mal das voranfängt und die anderen gehen ihm die Flagge holen. Das, aber es ist jetzt ein Umweg. Weil müssen wir erst hinfahren und dann wieder zurückfahren. Wenn wir weiterfahren, dann kommen wir ja direkt. Genau. Galleon's Grave ist ja rechts direkt. Und dann fahren wir dann nach links rüber. Habe ich nicht gesehen. Alles gut. Dann lassen wir einfach die Typen zu uns kommen. Ich glaube nicht, dass nochmal jemand kommt. Wir haben jetzt vielleicht abgegeben und aufgehört. Ah, doch, ich sehe tatsächlich ein Schiff Richtung rechte Seite, weiter weg am Horizont. Richtung Ost-Südost. Das könnten die sein, ja. Aber das lief doch gar nicht so schlecht. Fehler passieren halt und sind vollkommen normal. Nee, das ist, wie gesagt, da fehlt mir halt einfach die Übung und auch, dass ich halt nicht runtergehe und denke, wir gehen direkt unter bei drei Löchern oder vier. Nein, wir gehen nicht direkt bei drei Löchern unter. Ich wollte eigentlich nur den Schädel holen, der da war. Ja, die Brücke ist hinter uns, war eine Brücke auf jeden Fall. Das sind die. Die sind. Ja. Deswegen sage ich, wir locken es auch, indem wir einfach Dings machen. Nee, die kommen nicht. Ich glaube, die wollten die ganze Zeit da runter. Die haben da irgendeine Aufgabe oder so. Aber hat einer gesehen, was die für Flagge gehabt haben? Nee, hab ich drauf geachtet. So, Segel hoch ins Rammwerk. Hintere. Kann noch ein kleines bisschen. Also, was haben wir? Aber ich glaube, ich würde ein anderes Segel gleich noch ausrüsten, oder? Es leuchtet. Freunde. Ja. Es geht nicht ums sehr leuchten, sondern es geht eigentlich, dass es generell so grell ist. Ich finde es genial. Er strahlt auch die Erde, so wie ich, merke ich gerade. Setz den mal hier weg, den Fluch. Ich finde es wunderhübsch. Ja, aber beim PvP geht es halt nicht um Optik. So wie du deinen Tick hast, so habe ich einen Optik-Tick. Ist ja okay. Ist bei mir. Das Vordere ist nicht ganz oben. Doch, eigentlich schon. Sonst wird es nicht leuchten. Komisch, und aber komisch, dass das leuchtet, sind drin nicht. Ne? Sehr krass. So, was wissen wir? Ja, wieder hier, bitte. Die Schnitter, also. Ich drehe das Schiff schon mal, damit wir einfach gleich umfahren können. Nee, du musst abstimmen. Wieso, der Joto ist ja bei dir? Ja, aber ich gehe jetzt das Schiff umgestalten. Ach so, okay. Ich finde, wir sind ein Ticken zu grell unterwegs. So.
Mali ist auch neu. Kann das sein, der Typ, der hier steht? Ist das nicht die erste Transgender-Person im Sea of Thieves? Ja. Und das ist mir, ich sag's nochmal, hab's schon mal gesagt im Stream, es ist mir vollkommen egal. Aber es bietet halt wieder Angriffsfläche, dass sich Leute darüber aufregen können. Da muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht gemacht als Entwickler, dass das wieder heißt, oh, muss das jetzt auch noch sein, ne? Weil da habe ich über Social Media schon ein bisschen was abgehen sehen, dass da ein paar Leute austicken. Völlig zu Unrecht meines Erachtens, aber naja, ne? Ihr wisst ja, wie sie sind. Nix ist fix und nix ist recht. Mhm. So, und da nehmen wir auch irgendwas Billiges, Dunkles. So, zack. So, habt ihr einen Segelwunsch? Ich lauf ganz kurz mit der Kiste einmal her. Habt ihr einen Segelwunsch? Irgendwas Dunkles, Düsteres. Nicht Leuchtendes wahrscheinlich. Alle mit einem Schädel drauf. Ja, das leuchtet. Alle mit Schädel leuchten. Na, schwarze Flagge vom Gefürchteten. Ich hab nicht. Nicht. So. Das mit dem Golden leuchtet, glaube ich nicht. Ja, schwarz-gold leuchtet eher nicht. Ich glaub's zumindest nicht. Hä? Moment, das kann aber nicht sein. Ich hab Schwarz-Gold, goldene leuchtet nicht. Ich hab doch das Lenkrad gerade gewechselt. Ja, warum leuchtet das bei mir? Oh, jetzt bei ist, mir jetzt, leuchtet ist, das jetzt nicht. Ist weg. Gerade eben hat es mir noch geleuchtet. Bei mir leuchtet nur Demon King. Ja. Du erstrahlst ganz Sea of Thieves. So, können wir losfahren? Ja, definitiv. Aber doch nicht direkt volles Segel, hier sind doch jede Menge Felsen, ich sehe doch nichts. Nee, du musst nach rechts. Nach rechts. Ich dachte, wir greifen die jetzt an. Achso, wollen wir denen jetzt hinterherfahren? Ja, wir können auch PvE machen, mir ist es egal. Ich dachte, wir fahren. Ja, wo sind die denn? Die sind aber nach links gefahren, wir werden die schon finden, wenn wir da runterfahren. Wir können ja auch was vormachen, mir ist es egal. Ja, na dann, wir können auch gegen die kämpfen. Ich meine, wir wollen es ja lernen. Dann tun wir uns wesentlich leid, wenn wir gleich in PvP eintreffen. Also, nee. Ich dachte, vielleicht kommt ja jemand besuchen, dachte ich am Vor, weil... Am Standard vor. Habe ich schon relativ weit weg, kann das sein? Wir haben gerade eben einen Pfoff gemacht und das kam keiner. Und jetzt denkst du, beim Standard vor kommt einer? Ich glaube, die sind eben nur zufällig vorbeigesegelt und haben die Chance ergriffen und uns angegriffen. Ich dachte vielleicht, weil wir jetzt die Schnitte ausgewählt haben, kommt jemand. Also gucken, bei der Schlacht von Sea of Thieves hätte ich gesagt, jawohl, da kommen sie auf jeden Fall. Oder bei einem Ford of the Damned oder bei einem Forth, aber doch nicht bei einem Standard vor. Wer fährt denn noch freiwillig zum Standard vor? Ach, du wüsstest, was ich schon alles gemacht habe. Ja, du bist auch ein ganz besonderer Mensch. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Es war auf jeden Fall positiv gemeint. Ob mir da irgendeinen Schick draus drehen will, das war nicht negativ gemeint. So. Segel, warte, ich komme nach unten. Ja, das ist halt schwierig, wenn man selbst schon länger nicht mehr gespielt hat und dann und ja auch selbst und sowas beschäftigt ist. Was sagen? Also, stopp. Der eine dreht das Segel in die eine Richtung, der andere in die andere. Einigt euch, bitte. Ja, nach vorne. Warum nach vorne? Wir haben doch Gegenwind gerade. Jetzt noch links dran. Ja, sind wir nicht schneller, wenn es jetzt nach links ist? Nee, warum denn? Der Wind kommt doch von rechts. Ja, aber die Segel sind ja nicht im Wind. Ja, das ist der Engine doch egal. Jetzt gleich sind sie im Wind, also jetzt können wir sie doch nach links machen. Aber wenn die Segel nicht im Wind sind, ist es prinzipiell besser, gegen den Wind, also nicht gegen den Wind, sondern die Segel nach vorne zu machen. Ja, man doch, das Segel nutzt dann, wenn du merkst, wenn das Segel floch bleibt, dann vorne. Also wenn das Segel aber einen kleinen leichten Bauch macht, dann sollst du das in den Wind. Also so wie ich am Tag. Ich bin in den Sessel fläze. Ja. Wenn der Wind von vorne kommt und dein Bauch, also von hinten kommt, dann drehst du den Bauch am besten nach vorne, dann geht's leichter. Ich hab gar keinen Bauch. Das ist der Wind, der von hinten drückt.
Ja. So ist es hier. Das ist alles nur eine Sache der Auslegung. Definitiv. Habe ich direkt was am Samstag in der Sauna zu erzählen. Wenn du aus dem Bauch bekommst, ich stehe, ist der Wind, der von hinten drückt. In der windstillen Sauna. So. Da kannst du auf ein Hohlkreuz ausreiben. Seid ihr? Schiffe! Please come to me! Ich hoffe, die haben es gehört. Dass es nicht einfach nur eine Fata Morgana war, die wir eben gesehen haben. Wie eine Fata Morgana. Nein, das war keine Fata Morgana, weil ich habe so ein Ding gesehen. Jetzt habe ich ein österreichisches klassisches Lied gesungen. Und du tust es nicht unterstützen. Als Österreicher. Nein, warum sollte ich? Hallo? Oh Mann, oh, jetzt kriege ich schon wieder einen scheiß Black Screen. Ah, nee. Oh je. Das ist bei mir, ja. Browser down, Bild down. Oh, what the hell? Hey Otto, du hörst mich noch, oder wie? Ja, ich höre dich noch. Hallo? Der Demon King hier. Du hast, nein, warte. Dein PC hat einen Blackscreen, richtig? Ja. Und das ist dann kein Sea of Thieves Problem, das ist ein Hardware-Problem, was du hast. Das denkst du. Vielleicht gehört das jetzt auch zu den neuen Problemen. Okay, der Stream läuft aktuell wieder, passt. Ich weiß nicht, wo. Warte mal kurz. Hast du den Grafikkartentreiber geupdatet heute? Ja, habe ich gemacht. Okay. Vielleicht sind die tauchen gegangen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Ich glaub, die sind noch da. Ich hab's im Urin. Und wenn nicht, können wir tauchen, so ein billiges Vormachen. Dann kriegen wir nicht nur ein bisschen Ressourcen. Mir geht es hauptsächlich darum, dass unsere Flagge steigt. Dann können wir nämlich Gegner sehen. Ihr versteht? Ja, gut. Ich meine, wir fahren jetzt schon ein gutes Stück da runter Richtung Vulkanregion. Also eigentlich könnten wir die schon wieder sehen. Ich glaube, die sind weit, weit weg von uns. Wir hatten so viel Angst vor unseren Skills, dass sie gegangen sind. Das will ich jetzt nicht so, aber ja. Seid ihr Fußballfans eigentlich? Nein. Also ich bin nur bei Also ich bin jetzt kein Anti-Fan, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und sage ole ole und keine Ahnung. Okay. Ja, also aber ihr habt ja mitbekommen, dass es jetzt eine Fußball-EM in Deutschland gibt. Und da gibt es jetzt natürlich die neuen Trikots vom Deutschen Fußballbund. Die letztes Mal haben 90 Euro gekostet. Ich weiß, weil ich war so doof und habe mir eins gekauft. Jetzt kosten sie 100 Euro. Und du hast dir eins gekauft? Nein. Ich habe mir zweimal in meinem Leben ein DFB-Shirt geholt. Mit jeweils Pause dazwischen. Weil nur bei EM und WM bin ich so ein bisschen Fußballfan. Und jeweils sind wir der Vorrunde heimgefahren. Nö, danke. Das brauche ich nicht nochmal. So, sollen wir da mal eine Runde tauchen? Ja. Also nicht PvP-mäßig, sondern irgendwo hin oder zurück zum Vor oder so. Lasst uns tauchen. Vielleicht komm mal wo raus, wo ein bisschen mehr Action ist. Mit der Schnitt der Handschlage sehe ich das eh nicht. Wir hatten immer noch den Schleierband als Mission. Okay. Ja, immerhin, die hatten wir noch. Okay, dann segeln wir jetzt, ist egal mit welchem wir es machen, ne? Aber wenn wir es mit Athena machen, dann kriegen wir zumindest welche, die wir in die kleinen Kisten laden können. Also in die tragbaren Truhen, so. Ach, Dimfing ist ja noch gar nicht da wieder, ne? Kannst du vergessen? Wir können es ruhig tauchen. Naja. Thema. Taucht's dabei, ich spanne noch genug. Aber das Komische ist, ich krieg automatisch nur Black Screen, aber ich krieg keine Fehlermeldung. Keine einzige. Mein PC überhitzt auch nicht, der ist standardmäßig bei 60 Grad, Grafikkarten auch nicht. Welche Windows-Version? 10? 11?
Oh oh, 10. Mein Spiel ist gecrashed. Ich hab Lade. Komm gleich wieder. Ich hab Ladebildschirm. Nein, Haselbeard. Ich bin auch im Ladebildschirm und ich bin rausgeflogen. Ja, du stehst jetzt bei mir zum Beispiel rot. Die Frage ist. Verbindungsprobleme. Aber Demon King ist noch da. Ja, ich komme jetzt rein. Ja, wie geil, dann hast du die Session gerettet, oder was? Da bist du rein, als wir zwei rausgeflogen sind. Und hast auch. Aber wir hätten ja auch wieder wiederkommen können. Nee. Wenn alle drei weg sind, ist es weg. Du hast eigentlich eine bestimmte Zeit, um wiederzukommen. Wenn das wirklich ein Absturz ist, also du darfst nicht einfach so gehen. Okay, da habe ich keine Ahnung. Taverne. Taverne, Schiff ist weg. Aha. Nee, Leute, also das demotiviert mich jetzt schon. Weil, oder ist unser, nee, hä? Aber unser Schiff hat die Flagge. Ja, Schnitt ist ausgewählt, alles ist ausgewählt. Die Frage ist... zurückgesetzt beim Diven. Frage ist, haben wir jetzt noch zurückgesetzt beim Diven, das war ein Dive-Fehler. Ach. Ja. Aha. Wir haben die Ressourcen noch. Alles gut. Ja, ja. Ich glaube, ich baue mir 1060er Grafikkarten mit ein. Das ist wie die 1060er. Hol dir doch eine 4060er, die sind doch gar nicht mehr so teuer. Ich weiß es, weil ich habe beim Streaming-PC erst eine gekauft. Ich mag 12 GB und nicht gerade mal 8 haben. Ja, aber wenn der Chip ja wesentlich schneller ist, dann brauchst du ja nicht so viel. Ne? Der Chip ist ja dabei noch nicht abgedatet, also... Wie? Also du meinst von der Grafikkarte? Genau, das meine ich. Also, ja, du hast mehr Dings. Weil, was bringt dir der geilste Speicher? Wir können ja auch die Schlacht machen, wenn ihr wollt. Na, dann machen wir die Schlacht, weil bei der ist garantiert am meisten wer da. Das ist halt die Frage, ne? Eigentlich. Okay, dann müssen wir abstimmen, sonst tauchen wir. Abbrechen, schnell. Ich glaube, nach der Schlacht oder was auch immer wir machen, muss ich langsam ins Bettchen. Ja, gut. Ich bin noch ganz jung. Noch. Ich muss immer früh ins Bettchen. So, mit 23 Jahren ist man wirklich nur junges Gemüse. Ich wäre tatsächlich dieses Jahr schon 26. Du bist 23, junges Gemüse. Ich wünschte, ich wäre 23. Also jetzt kann ich den Siegel auch nach vorne machen. Also jetzt kommen aber schon... Ich will ja nichts sagen oder so, aber sind das eventuell leichte Alterserscheinungen, die was du befürchtest? Weil du sagst, du wünschtest, du wärst 23. Was soll ich da sagen? Ja, ich hab... Oh, da kämpft eine Gallione gegen eine Brigantine. Oh mein Gott, und das sieht so aus, als... Wartet mal eben. Und das Spieler? Das muss ich kontrollieren. Du wirst nichts sehen, der Jutta. Ach, da rechts, ne? Da kämpfen zwei Reaper-Schiffe an der Schnitter. Ich würde sagen, da kommt gleich ein drittes dazu. Ja. Mitmischen? Du könntest ihr Vater sein. Traum, bist du ein bisschen rumgekommen? Weil das ist ein Dreimaster und ein Zweimaster. Ja und? Aber der Zweimaster, das sieht so aus, als hätte der... Na, ich bin mir nicht sicher, ob der ein Fotode dabei hat. Ich glaube, der hat nur ein normales Foto dabei. Also tatsächlich kämpfen die nicht, sondern der konnte jetzt ganz entspannt da anlegen. Oh nein. Ich dachte, jetzt gibt's sie ab. Oh, Traum. Gott, bist du vielleicht ihr Vater? Bist du ein bisschen rumgekommen? Oh, heiliger Strohsack. Jetzt aber, wir fangen jetzt bitte aber nicht mit der Familientherapie an, okay? Das wäre jetzt ein wenig hardcore. Also ich raff da jetzt gar nichts. Machen die da Friede vor der Eierkuchen oder was? Ey, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich dachte, wir greifen da jetzt an. Ja, ja, wir greifen jetzt an. Okay, aber die Frage ist, wen? Ja, das ist eine gute Frage, weil der Zweimaster hat ja den ganzen Loot dabei. Sprich, wenn wir gegen den Dreimaster kämpfen, kann der Zweimaster verkaufen und wegfahren. Auf der anderen Seite ist der Dreimaster halt auch doof. Warum macht der Dreimaster vor allem nichts?
Ich weiß nicht, das war da gerade ein bisschen komisch, weil gerade kurz war der Zweimaster verkaufen. Aber die fahren doch da so rum, also. Keine Ahnung. Wir greifen da jetzt an und wenn wir untergehen, gehen wir unter und dann ist gut für heute. Ehrlich. Ja, wir clashen einfach den Zweimaster. Aber der Dreimaster dreht jetzt, ne? Wir können auch einfach so ohne Plan da reinfahren. Das machen wir doch schon den ganzen Abend. Ja, hat doch so halb funktioniert zumindest. Ja, aber okay, feit der Zweimaster fährt jetzt an den Dings. Der Zweimaster fährt jetzt anscheinend an den Schnitter. Okay, also wenn die zwei sich wirklich Holz sind, dann sehen wir da wirklich kein Land, ne? Das. Wenn die zwei da so eine Abmachung haben. Ja, der Dreimaster hat schon mal drei Masten gelegt. Ja, nee. Okay, wir gehen auf den Zweimaster. Ja, und dann versenkt du es zur Dreimaster. Nein, der hat doch gerade selbst Beef mit dem Zweimaster. Die bieten ist das. Okay, wie soll ich denn fahren? Wie soll ich denn rankommen? Soll ich von rechts kommen oder was? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, auf jeden Fall nicht auf den Dreimaster schießen. Wartet, ich habe gerade eine Katze in meinem Bildschirm. Ich regel das. Ich würde einfach. Ja, der Zweimaster schießt die ganze Zeit auf. Wir sollten eher rechts fahren, denke ich. Noch weiter rechts? Oder noch. Oder rechts an der Insel vorbei, dass wir auf den Zweimaster jetzt gleich von rechts schießen können, weil der links genau. ist. Genau. Also am besten ist es auch, wenn wir generell immer von links aus versuchen zu schießen, weil wenn die Masten fallen die halt auf unsere rechte Seite und wir können schlecht Okay, also soll ich jetzt nach rechts einlenken? Ja, lenk nach rechts. Ich sehe mal wieder nichts. Also auf den Zweimaster nach rechts. Ich glaube, der Dreimaster ist gesunken. Ja. Oh Gott. Also ob wir das gewinnen, weiß ich nicht, ne? Also es kann sein, dass ich sehe den Zweimaster jetzt auch gar nicht mehr. Ach da, wegen dem Nebel. Habt ihr Kugeln? Habt ihr Essen? Ich hab gar nichts mehr. Warum hab ich das nicht? Weil ich alles reingeschmissen hab. Ne, weil ich rausgeflogen bin, hab ich nichts mehr. Ich hab nur was. Wir sind so schnell. Dann zieh ich mal vorne hoch. Ja, Stopp reicht. Ja, nicht ganz hoch. Könnt ihr schießen? Wir hätten Winkel. Nur nicht ganz. Wir sollten ein bisschen hier so glaube ich, okay. Oh ja. Komm. Run, baby, run. So, wir sollten mal wieder ein bisschen die Segel setzen, weil die gerade vor uns wegfahren. Obwohl sie lenken, glaube ich, gerade ein bisschen nach rechts. Wir müssen die Segel auch nicht die ganze Zeit im Wind haben. Ja, also das reicht auch, wenn wir einfach fahren. Oh oh. Was zu essen, wenn ihr eine Kugel abgekriegt habt. Oh, ich wurde. Ich hol dich. Schieß weiter. Jetzt wird's kritisch hier, Leute. Ja, ich schöpfe mit ab. Wir machen einen Ankerturn. Ja, ja. Wir rammen gleich was. Löcher stopfen, bitte. Versuch uns hier durch. Alles gut hier unten. Es ist alles in Ordnung. Versuch uns hier weg zu manövrieren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mal nicht direkt jetzt daran gestorben sind. Jetzt ziehe ich meinen vorderen Seelerring in Tee. Wenn du jetzt besser lenken kannst. Ja, mach lieber mal die Löcher zu. Schipp nochmal.
So, unten ist wieder alles in Ordnung. Ich bin übrigens kein Freund davon, Kugeln schon in die Kanonen zu laden. Wenn du nämlich eine Kettenkugel schießen kannst und kannst es nicht, weil eine andere Kugel drin ist, dann ärgerst du dich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Segel vorne runter und drehen auf, kommt. Alles gut, wir haben die Insel nicht gerammt. Ich kenne die Insel. Die weiß ich, wie man zu fahren ist. Wo sind die jetzt? Ich sehe es nicht mehr, wenn Geld. Achso, vor uns. Okay. Denkt dran, euch nochmal Essen zu holen. Kugeln. Wir müssen gleich ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt zum Reaper's Hideout kommen. Da ist ja diese Nebelwand. Kleine Insel und die drehen auch ein bisschen bei. Die wollen einen Drive-By machen, ne? Die drehen ein bisschen. In unsere Richtung. Wir sollten vielleicht ein bisschen nach links fahren, nur minimal. Ja, da kommen wir schon. Wir sind eh viel zu schnell jetzt. Wir sind viel zu. Sonst fahren wir gleich in die Reihen. Ich versuche gerade gegenzulenken. Mal rechts lenken. Auf die Kanonen schießen. Bin dabei. Einer ist tot. Wow. Dies war's. Komm, Kollege. Oh, ich wurde einharponiert und getötet. Löcher stopfen. Ja, wir versuchen zu bohren. Die haben mich zu denen rüber harponiert. Bin tot. Na, sag. Wir sind gesunken. Ja, also ich bin kein guter Captain, weil ich... Es ist dunkel. Wir fahren viel zu schnell. Und das typische Problem... Was wir haben ist, es kümmert sich keiner um die Segel. Ich wüsste auch nicht, was ich jemand anderes sagen soll. Und dann fahren wir mit Vollspeed in unser Verderben. Haben wir jetzt dreimal gehabt in Folge. Und ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Weil ich bin dann halt einfach zu schlecht als Captain. Das ist okay, den Schuh ziehe ich mir an. Ja, aber wir hatten jetzt auch wieder mit Wind und mit Vollspeed in volllineare Schusslinie. Nicht ja, deswegen hätten wir ja dann eher rechts fahren sollen, weil jetzt sind wir halt mit denen gedreht. Was ist das? Das habe ich aber auch nicht gehört, dass es hieß rechts fahren. Ich habe dann halt nach links eingeschlagen, weil... Hieß es nicht zuerst links einschlagen? Naja. Ja, es gibt solche und solche Tage. Wir können ja hier Ende machen, wenn ihr möchtet. Ja. Nee, also das ist halt einfach mit dem richtigen... Mit die Segel hochmachen und immer richtig drehen ist immer mit am wichtigsten. Ich hatte es halt schon oft in der Vergangenheit mit den verschiedensten Leuten. War jetzt bei euch nicht so. Die stehen an der Kanone und sagen, ich kann nicht schießen. So, und dann denke ich mir, ja, helft mir an den Segeln. Aber ich sag dann halt auch nichts, weil ich in dem Moment auch nicht genau weiß, weil ich halt auch überfordert bin, wisst ihr. Also vorne waren die Segel oben. Also die waren nicht der Grund, warum wir zu schnell waren. Nicht, als wir auf die zugefahren sind. Also... Ich hab's nämlich meine, da haben wir die auf jeden Fall schon nach oben getan. Aber wir hätten halt nach rechts fahren müssen. Weil dann wären wir halt rechts von denen gewesen. Die wären dann halt links gewesen. Wir hätten die dann wiederum umkreisen können. Hinten hätten die dann wiederum nicht schießen können, aber die hatten ja so gesehen immer die gleiche Chance wie, oder die konnten uns ja immer abschießen. Also, das war halt das, was ich gesagt hatte. Wir sind diesen Schnitternebel reingefahren,
Es war so duster, ich wusste nicht, in welche Richtung die stehen, in welche Richtung die fahren. Dann hatte ich eingeschlagen und dann war es eigentlich schon zu spät. Wäre es kein Schnitter gewesen, hätte ich wahrscheinlich anders eingeschlagen. Also kein Schnitter aus dem Posten, der das so düster macht, ne? Gibt es vielleicht Grafikeinstellungen, dass das nicht so dunkel ist oder so? Nebeleinstellungen, glaube ich, kannst du nicht vornehmen. Das war jetzt gerade so meine Idee, ne? Weil, also, Fort of the Damned ist ja ähnlich neblig, ne? Hm. Ja, vielleicht lenkt einfach mal jemand anders. Ja, ich kann gerne das einmal übernehmen. Ja, das ist ja... Nur, das ist das Wenigere. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen Übung nöten, aber ja. Ja. Gut, ich bedanke mich bei euch. Hat trotzdem Spaß gemacht. Definitiv. Und wünsche euch eine gute Nacht. Ja. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht. Ich sag danke. So. Ja. Manchmal gewinnt man. Ne, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, ne? Ah, Sea of Thieves und Open PvP, ich tue mir da halt noch schwer. Definitiv. Ja. Und dann, wenn es halt dunkel ist und wenn dann Nacht ist, beziehungsweise wenn dann noch der Schnitterposten mit dazukommt und ich weiß nicht, welche Richtung die stehen und die Brick ist so schweineschnell und dann lenke ich in die falsche Richtung ein und. Und dann schießen die auf uns die ganze Zeit und wir können nicht gescheit zurückschießen. Ja, da fehlt mir halt einfach die Erfahrung. Also, da müsste man halt wirklich mal sagen, nicht halbherzig, sondern ein Abend oder mehrere Abende PvP durchmachen. Ja, um halt einfach so Situationen immer wieder zu haben. Jetzt habe ich heute ein klein bisschen PvP gemacht. Wenn ich jetzt 3 oder 4 Abende lang PvE mache und mir das überhaupt nicht juckt, wisst ihr, was ich meine? Da komme ich wieder komplett raus und dann mache ich dieselben Fehler wieder, die ich heute gemacht habe. Ne? Das ist halt so die Sache. Aber dann brauchst du halt auch Leute, die A, immer Zeit haben und die auch B, immer Bock auf PvP haben. Und das bin ich auch nicht immer zu 100%. Und die Leute habe ich auch nicht immer in der Hand, die immer zu 100% Bock auf PvP haben. Ja? Ich bin jetzt nicht so genervt oder gefrustet, wie es in der Vergangenheit war. Ja, wenn wir da untergegangen sind, mehrmals am Abend. Weil ich ja mittlerweile auch auf mit Reden mit den anderen. Was bringt mir der Kontostand, wenn er immer höher wird? Ja, toll, ich kann 12, 13, 20 Millionen haben. Und ich kann x Millionen Ruf haben hier in dem Spiel. Aber naja, es sind auch nur im Endeffekt sind Sachen, die man freigeschaltet hat, von denen man auch schon viel gemacht hat. Also von daher ist es, finde ich, jetzt nicht so schlimm, wenn man ein paar Mal untergeht am Abend, wenn man dadurch halt was lernt. Ich würde sagen, ein klein bisschen habe ich heute schon mitgenommen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt 2 oder 3 Tage wieder Pause mache, dann... Ne, dann rostet das wieder ein und dann war es das auch wieder. Also von daher weiß ich gerade nicht, ob wir morgen nochmal Sea of Thieves spielen. Ich bin auf jeden Fall morgen Abend unterwegs und komme aber wahrscheinlich bis 9 Uhr nach Hause oder rechtzeitig nach Hause, dass wir nochmal segeln könnten. Ich weiß es aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal segeln. Ich weiß nicht, ob wir nochmal PvP machen. Keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Oder ob ich was ganz anderes spiele oder ob ich nur Stream bastle und dann ins Bett gehe. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht demotiviert, aber ich bin, wie drückt man das am besten aus? Den Boden der Tatsachen angekommen und man weiß, hier ist, wenn man das weitermachen möchte, ist da einfach noch viel Luft nach oben und auch ich muss viel mehr üben und das Ganze dann halt auch verinnerlichen. Ne? Von daher schauen wir mal, wie die Reise hier weitergeht. Auf jeden Fall ist an dieser Stelle hier jetzt Schluss. Und zwar für den Livestream wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.